One, two. Guten Abend, Jena, hallo. Guten Abend. Guten Abend. 30 Jahre House und Techno in Jena. Wir haben uns hier abends versammelt und wollen das nicht nur feiern, wir wollen es auch noch mal ein bisschen beleuchten. Genau, und wie vor jeder Runde ist natürlich wichtig, wer sind denn die zwei, die hier moderieren? Und gleich jetzt vorweg, mein Name ist Tino Schmidt. Ich bin mit dieser Musik schon sehr früh sozialisiert worden, so Mitte 90. Es gibt natürlich hier noch Haudegen, die sind weit, weit früher sozialisiert worden. Und bei mir kam das zuerst über die Ambient-Musik und natürlich entdeckt man dann immer mehr Sparten und dann ging es dann klack, klack. Heutzutage in der Gegenwart, ich bin Grafikdesigner und das war für mich immer eine Verbindung, Grafikdesign und Musik. Und habe seit ein paar Monaten ein eigenes Grafikstudio, bin selbstständig in Jena und für mich lebt diese Musik immer noch im Herzen und auch die Artists, die diese Musik zelebrieren, sowohl jung und alt. Und ja, das ist dann auch der Beweggrund, das heute hier ins Leben zu rufen. Ich freue mich sehr auf die Runde. Ja, und zu mir als Co-Moderator, danke Tino, Nicola Candelaria, geboren in Jena, aufgewachsen in Jena, ungefähr seit 1995 mit elektronischer Musik in Berührung gekommen als DJ und dann auch 1999 die Gründung der Radiosendung Radio Elektronika hier im offenen Kanal Jena, die es bis heute gibt und damit auch Wegbegleiter der Szene seitdem. Und ja, für mich auch vielen Dank an Tino für die Einladung, dass ich das hier mitmachen darf. Und ja, starten wir in den Abend. Vielleicht noch was zum Ablauf. Wir werden zwei Runden machen, jeweils so eine Stunde, wo wir unterschiedliche Gäste hier haben werden. Und wir werden natürlich dann auch nach jeder Stunde gerne eure Fragen aus dem Publikum und insbesondere auch herzlich willkommen an den Streamern da zu Hause, die sich es bequem gemacht haben auf der Couch und uns übers Internet zusehen. Ihr könnt in dem Chat gerne Fragen stellen. Der Holger, der hier zur Linken sitzt, wird das beobachten und dann uns zuwerfen. Dann gibt es eine kleine Umbaupause und dann kommen die nächsten Gäste und dann werden wir da weiter hier über Techno und House in Jena sprechen. Und fangen wir doch gleich mal an. Wir führen mal so ein bisschen rein, was wir eigentlich machen wollen. Im Endeffekt ist die Geschichte von Jena und Techno und House auch eine zeitliche bzw. eine politische Geschichte. Ende der 80er sind hier schon vereinzelt Partys gelaufen bzw. eigentlich mehr so Musikrunden gewesen, wo in Diskotheken auf dem Land hier ringsrum mal immer so zwei, drei Platten, Chicago House oder mal eine Acid-Platte eingeworfen wurde, aber es gab noch keine direkten Partys und schon gar keine Clubs. Das Ganze hat dann so Fahrt aufgenommen, als die ersten Mitschnitte von DT64, das ist ein Radiosender gewesen, hier im Umlauf waren, wo Monika Dietl zum Beispiel moderiert hat und dann immer solche Platten von damals vorgestellt hat und das war auf jeden Fall wegweisend hier in der Region. Und dann natürlich mit der Wende die Fahrten nach Berlin, um dort selber an der Party teilzunehmen und da muss man auch wieder das Radio beteiligen, denn Maruscha hatte dort eine Sendung im DT64 war das auch, die sozusagen auch Partytipps hatte und dann wurde das hier aufgegriffen und natürlich dann gleich hochgefahren und diesen Vibe sozusagen aus Berlin mit hier runtergenommen. Und da steigen wir jetzt ein. Und bevor wir das vertiefen, vielleicht noch kurz was zu unseren charmanten Gästen. Zu meiner Rechten Xenia Reich-Hemmerich, aktuell Kuratorin für ein Projekt Äpfel für die Kunst und relativ früh auch schon mit der Musik in Berührung gekommen. Als Raverin kann man damals sagen und auch Aktivistin. Du hast in Clubkonzepten in Erfurt, ich nenne mal die Loge, mitgeholfen und gemerkt, dass es nicht nur dieses Konsumieren ist, sondern auch Partizipieren und quasi Dinge mit reingeben in die Szene. Und darauf freuen wir uns besonders, auf so ein paar Geschichten dazu. Dann Tanit in der Mitte. Für mich eine Prägung auch, der mir relativ früh gezeigt hat,
dass diese Musik auch noch härter kann. Quasi mit Punk sozialisiert in seiner frühen Zeit. Ich sag mal so ganz grobe Daten, so Bad Kreuznach geboren, also richtig Westdeutschland. Und genau. Im Jugendclub Alzey so erste Berührung gehabt mit der Musik und selber auch aktiv gewesen. Und dann so, also das Internet sagt 87 oder 88 nach Berlin gezogen. Und da war so ein entscheidender Wendepunkt, weil du hast die Stadt dann auch genau in der richtigen Zeit entdeckt, als diese Musik dann Fahrt aufnahm. Ich nenne nur mal so ein paar Beispiele. Eine eigene Reihe namens Cyberspace im UFO, das war so ab 89. Man muss dazu sagen, der UFO, wenn man heute sagt, clubbt, ist der UFO quasi eine Treppe in ein Kellergewölbe gewesen mit einer Leiter. Es hieß damals nicht Club, es hieß einfach nur UFO. Und heute würde man irgendwas dazu sagen, aber das waren so die ersten Anfänge, damals in Berlin. Und sehr bekannt dann auch geworden durch Wolle XTPs Technozid-Party-Reihe, wo du auch sehr Hand in Hand mit ihm aufgelegt hast. Und ihr habt dann beide auch Dinge organisiert zusammen in Berlin. Und Technozid nochmal für die Leute unter euch, Doppel-K, nicht Techno mit C-H-N-O, sondern K-K. Das war dann dieses Zeichen für besonders harten Sound in Kombination, auch wie Wolle immer sagt, Licht-Sound-Experience. Das nur ganz schnell. Lutz Eckert aus Jena, Bienenzüchter aktuell, sehr interessant. Und einer der Gründer, oder ja, kann man so sagen, der damaligen Klimabar, a.k.a. Jo, a.k.a. Kleine Quelle. Also dieser Ort hatte in Jena Ende der 90er Jahre drei Namen. Darauf würde er auch kurz eingehen. Und da freue ich mich besonders, weil Lutz seine Geschichte auch eng mit dem Kassa verknüpft ist. Und vor allen Dingen auch die Klimabar, die er dann gemacht hat, eine wahnsinnige Institution für Jena war. Also da gehen wir auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer drauf rein. Ja, Tino, wollen wir mit dem Kassa weitermachen? Genau, es gab ja so ein paar Eckdaten und da habe ich mir extra, weil das ganz, ganz wichtige Daten waren, so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die zu der Zeit quasi elementar wichtig waren. Man muss sich vorstellen, dass das Kassa, wir schreiben, ja, den 30.04.1990 war die Gründung des Kassas im damaligen Willengang. Da ist jetzt ein Seniorenheim, das ist die Lierstraße für die Jenenser, Jena unter euch. Und das ging relativ schnell los, dass laut Informationsmaterial, was uns zugesteckt wurde, im Mai 91 ein Antrag an Alf einging. Alf ist sozusagen der Chef des damaligen Kassas gewesen, von einem DJ, nee, andersrum, von einem Typen, der hatte eine Band, die hieß Division. Und der hat den Tipp gegeben, Mensch, mach doch mal so eine Techno-Runde. Ich hätte da auch einen Techno-DJ. DJ Zappa hieß der damals, das war Mai 1991, Kassa Willengang. Und im Anschluss danach gab es andere Leute, die zur selben Zeit dann einige Monate später über Umwege sich in Berlin in Hartwegs getroffen haben. Das war der Thomas Sperling, der mit dem DJ Mick damals hochgefahren ist. Und da war ein Dritter im Bunde, DJ Foch, der im Hartwegs Platten einkauft hat und, oh was, ihr seid aus Jena. Und da ging das halt los, diese Vertiefung, was macht ihr hier? Und diese drei haben sich quasi dann so ein bisschen gefunden, wo dann die ersten Partys entstanden sind. Und da sagen wir ungefähr die Stunde Null, Jena Zeitrechnung, erste Techno-Party Oktober 1991 mit DJ Foch. Ein anderer war noch mit dem Boot Colin, wo wir absolut kein Material mehr finden konnten. Und das war auch im Willengang. Und ja, beim Kassa ging es halt immer weiter. Es ging dann noch der Umzug ins Paradiescafé, das waren dann noch Tea-Time-Partys, die stattgefunden haben. Und jetzt springe ich mal einen großen Sprung genau zu DJ Tanit, weil er war am 13.11.92 zum ersten Mal in Jena im damaligen Paradiescafé. Das war sozusagen die zweite Location vom Casablanca, als DJ gebucht mit DJ Mick zusammen. Und da habe ich etwas mitgebracht. Das ist quasi der Flyer, vergrößert. Es gab auch Plakate dazu. Das Originalplakat von 1992. Und da sieht man mal, wie rough das damals gewesen ist. Und komischerweise würde ich heute als Grafikdesigner sagen, es ist wieder total in. Es war nie weg. Also es ist State of the Art. What is Hardcore? What is Breakcore? Und dazu gleich die Frage an Tanit.
Hardcore, Breakcore, alle möglichen Begriffe. Du warst damals bekannt, diesen Sound zu spielen. Kannst du dich noch erinnern, wie du nach Jena gekommen bist und was in deiner Erinnerung da noch übrig geblieben ist an diese Zeit 1992 im Paradiescafé? Also, wir sind ja vorhin vorbeigelaufen und ich konnte mich noch an die Location erinnern. Was ich da gespielt habe, weiß ich allerdings nicht mehr. Aber da es 93 war, denke ich mal, es war so aus dieser Exit-Phase, als ich damals den Exit-Club gemacht habe in Berlin. Und das war dann schon der, nicht die ganz harte Variante, sondern so etwas fröhlicher, schätze ich mal. Also nicht unbedingt der Tresorsound, für den ich ja auch gestanden habe, sondern so, das war schon... Für uns war es After Hour, weil wir haben das eher so sonntags zelebriert, aber es war halt so, wenn ich so rumgetourt bin, habe ich gemerkt, das kommt eigentlich immer ganz gut an, besser als der Tresorsound, der für viele, die jetzt neu eingestiegen waren, weil 93 war ja immer noch Neueinstiegsphase, war das vielen zu hart. Und diese Exit-Phase, die war halt eher so eine MDMA-Phase und, und entsprechend, ja, fröhlich war die Musik dann wahrscheinlich auch. Und sind da noch Bilder in deinem Kopf? Wir waren ja vorhin kurz in der Location und da habe ich gemerkt, es macht klack, klack. Ich meine, kurz mal das zu beschreiben, das Paradiescafé ist jetzt im Paradiespark gelegen. Also ich weiß, dass da so Businessveranstaltungen sind, irgendwelche Meetings und das wird auch, ist jetzt aktuell ein Café, wird immer mal vermietet. Man muss sich das vorstellen, es war damals komplett dunkel, viel Camouflage und auch die berühmten, wer sich noch daran erinnern kann, sperlingischen Banner. Schwarz-weiß, fluoreszierend, mit Leuchtfarben, die hingen dann quasi in der Kuppel runter. Und das sind auch Bilder, die kann man im Internet noch nachrecherchieren. Es gab so 2, 3 Fotografien, wie Tarnet aufgelegt hat. Und diesen Schwung jener Berlin damals, ich meine, du warst das erste Mal wahrscheinlich auch außerhalb oder wurdest du dann auch zu der Zeit schon in anderen Städten gebucht? Weil uns würde interessieren, wie du beide Städte zu der Zeit wahrgenommen hattest oder war das eigentlich quasi eins für dich? Na, zu der Zeit war es so, dass jede Stadt noch eine eigene Ausprägung hatte. Also Nürnberg zum Beispiel war ganz anders als Frankfurt und Jena war für mich dann auch spannend zu sehen, wie sich hier eine Szene entwickelt hat. Und ihr hattet auch schon damals die Tarnnetze aufgehängt. Genau. Und ja, also auch ein Punisher habe ich da irgendwo gesehen gehabt, hängen und... das war, ja, ich komme mir zu Hause vor, kann man so sagen. Also man hat gesehen, da war schon jemand in Berlin und hat so den Tresor-Vibe mitgenommen. So kam mir das vor. Und ja, also, soweit ich mich erinnern kann, war es eine sehr heftige Party. Ich glaube, ich hatte sogar noch ein paar Berliner mitgebracht. Aber ich kann sein, dass Tillmann noch dabei war, also heute bekannt in der Zeitmaschine. Der war, glaube ich, dabei, aber ich weiß nicht, wer noch dabei war, weil damals hatte ich immer einen ganzen Haufen von Leuten immer noch dabei. So eine Art Posse, die dann mit. Genau, so eine Posse, die immer mitgereist ist, ja. Die Entourage, die DJ-Entourage. Aber heißt das ja heute dann. Xenia, aber steigen wir da vielleicht sogar ein. Du hast ja auch im Paradiescafé auch so deine ersten Partys, so Dark Wave sogar mitgenommen. Kannst du dich so an die frühen Kassa-Zeiten erinnern, wie die Partys so da waren? Ich weiß so aus dem Vorgespräch, Jeff Mills ist dir irgendwie ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Vielleicht kannst du da was dazu erzählen. An Jeff Mills kann ich mich sehr gut erinnern, weil wir sind nach Berlin gefahren, um Platten zu kaufen, weil das gab es nicht überall, die Platten zu kaufen. Also das war wirklich auch eine Reise, an sowas Material zu kommen. Noch ganz kurz, ich war wirklich zu der Zeit eher in Erfurt unterwegs, in der Loge, habe die dort mit aufgebaut, gegründet, habe auch die T-Mac mitgegründet, weshalb ich auch, das ist ein altes Magazin, Techno, also T wie Techno-Magazin, deswegen bin da halt auch ins Kassa gekommen, um zum Beispiel Herrn Sperling zu interviewen. Also, und da war halt auch diese Jeff Mills Party unter anderem. Und für uns waren diese Platten immer was ganz, ganz Heiliges. Also weil es einfach nicht so viel und das war auch gab es einfach nicht überall. Obwohl die Loge, wir selber ja in Plattenladen waren, aber trotzdem gab es Berlin nochmal was anderes. Es war das Mekka irgendwie, das Techno damals oder Frankfurt. Und dann komme ich da ins Kassa und sehe da einen Typen, der auflegt und sobald er fertig war, einfach nicht die Platte wieder hoch und heilig in seine Case, sondern einfach nach hinten geschmissen hat. Und es war einfach irgendwie so, es war einfach eine Show einfach auch, so was ich noch nie erlebt hatte, dass man einfach nicht nur irgendwo hingeht, Musik, sondern einfach, es war halt eine übelst krasses Erlebnis. Ich habe den Mund nicht wieder zugekriegt, weil das war echt abgefahren. Ja.
Ja, ich habe auch von anderen Stellen gehört, dass das ein phänomenaler Abend gewesen sein muss. Irgendwie eine Anekdote, Jeff Mills ist mit einer Mutterplatte angereist, also da, wo das eigentliche Vinyl drauf gepresst wird, hat sie es aus Metall, hat die draufgelegt und hat von dem Ding gespielt sozusagen. Hatte wahrscheinlich keine Zeit, hat einfach die Mutterplatte eingepackt. Aber Platten, gutes Stichwort, Plattenläden sind ja hier in Jena auch ein ganz wichtiger Einstiegsort gewesen. Und da haben wir uns auch mal ein bisschen Recherchearbeit geleistet und haben ein paar gefunden. Ich persönlich habe noch sehr gute Erinnerungen an das PVC, das war von DJ Marshall, der Plattenladen. Den gab es so ab Mitte der 90er, war auf dem Hanfriedplatz, also auf dem Marktplatz situiert. Ganz oben in so einem kleinen Jeanskeller oben drin mit ein paar Platten. Und DJ Marshall ist auch eine wesentliche Figur hier in der Szene gewesen, weil er in der Großraumdiskothek B88, die es damals noch gab, und da kommen wir wieder zu diesen Runden, wo normalerweise eigentlich so Chartmusik gespielt wurde. Am Samstagabend, so die letzten 2 Stunden, durfte er so seine Platten spielen, die er dann auch wieder ist nach Berlin gefahren, hat sich die Platten geholt, dort gespielt hat. Und da sind wahnsinnig viele Leute, die dort normal hingegangen sind, auch eigentlich nur wegen Marshall da gekommen und diesen 2 Stunden zuzuhören. Und er hat dann diesen Plattenladen gemacht. Ich glaube, damit hat er auch einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass diese Musik hier etabliert wurde. Natürlich gab es noch andere. Dann haben wir DJ Jay, der hatte einen an der Saalbahnhofstraße, glaube ich, war das. Dann der Ebi, also Eberhard Striegel, auch wesentliche Figur, der mehrere Plattenläden hatte hier in Jena, unter anderem auch, glaube ich, bei dir, Lutz, im Laden. Kommen wir bestimmt dann auch nochmal drauf. Und der hat dann auch einzelne Partys geschmissen und hatte auch das Juma Carson, das werden wir nachher auch nochmal anreißen. Auf jeden Fall auch ganz normale CD-Läden hatten teilweise Platten hier. Das Musikhaus Luge ist da eins, so Musikhaus Müller, wo dann teilweise eben auch sogar der Sören, also Monkey Mafia, gearbeitet hat, um dort die richtigen Platten an den Mann zu bekommen. Vielleicht habt ihr zwei, Lutz und Xenia, da irgendwie noch Erinnerungen dran, an diese Plattenläden? Lutz vielleicht? Ich sage erstmal guten Abend hier. Wir müssen dann auch mal gleich Musik hören, meine ich. Ne? Auf jeden Fall. Dass das mal ein bisschen auflockert dann auch. Ich freue mich erst mal, dass ich jetzt hier sein darf. Ne? Ist eine schöne Sache, so hier zu sitzen und sich zu erinnern. Ne? Und der Ebi, ja, der hatte natürlich bei mir im Laden, im Plattenladen, das war aber verboten dann, der musste das dann wieder räumen. Viele Sachen waren halt einfach verboten, aber wir haben sie trotzdem gemacht, weil die Musik war halt für uns wichtig, dieses Lebensgefühl, einfach das Ausleben da von diesem Tobsuchtanfall, sage ich mal, von dieser Wende da, was wir da alles erlebt hatten, das war ja schon crazy. So, ne? Ja, wir haben das gemacht, was wir wollten. Ne? Genau. Ja, das war ja genau dieses Gefühl, was ich versucht habe vorhin zu beschreiben, die Wende. Viele Eigentumsverhältnisse waren nicht geklärt, insbesondere auch in Berlin. Es gab eine Riesenspielwiese für eine ganze Generation da oben, ohne irgendwie sich kümmern zu müssen. Und das haben natürlich die Leute, die von hier nach oben gefahren sind, DJ Foch, DJ Mick, dann Thomas Sperling, Daniel Maus, versucht mit hier runterzubringen und dann hier zu etablieren. Insbesondere hier im Kassa und die ersten dann im Willengang, dann im Paradiescafé und jetzt hier in diesen heiligen Hallen. Vielleicht mal, also auch das Kassa, wie wir es jetzt hier kennen, ist ja eine Institution geworden. Ne? Aber früher war das so, in dieser Zeit, wovon wir reden, da haben wir gekämpft in dem Kassa. Ne? Da haben wir für unseren Platz gekämpft, wir haben gegen Nazis gekämpft, wir haben uns da gewaffelt, aufs Maul gehauen ordentlich. Wir hatten Angst, wir haben uns verbarrikadiert in dem Kassa. Und wir haben Musik gehört. Ja. Und Lutz, da gibt es auch eine Geschichte, deine eigene zum Kassa. Du hattest oben eine Bar. Man muss sich vorstellen, das Kassa war eine Villa, wo mehrere Etagen waren. Unten war der Techno-Keller und der Lutz hatte früh schon erkannt, Mensch, das interessiert mich, und hat da oben quasi eine Musikbar, also eine Bar mit Musik geschmissen und die sich dann sehr etabliert hat. Kannst du dazu kurz mal was
Ja, etabliert, das war halt, ich kenne Techno eigentlich, ich kenne auch Internet gar nicht. Ne? Da habe ich heute das erste Mal in meinem Leben gesehen. Ist aber cool, also ich war auch auf dieser Party, ich habe die Garderobe gemacht, aber ich habe da nie was von mitgekriegt. Ne? So. Ich habe auch da, ja, ich habe auch Licht gemacht und so. Ne? Bei den Holzhackern, bei den Heavy-Metal-Typen, und Alf hat immer gesagt, hier, mach mal Licht, mach mal Garderobe, mach mal dies, mach mal das, wir sind da alle rumgesprungen. Thomas, seine tollen Dinger da, die wollte ich dann auch später immer haben für meine eigene Bar. Hat er mir dann auch gegeben, aber habe ich 3 Jahre lang geredet drum. Ne? Ich habe Chillout gemacht, ich habe die Backstage-Bar gemacht und der Gabor Schablitzki, jetzt Beefcake oder wie er auch immer jetzt heißt. Ne? Robak Fromme. Robak Fromme, genau. Der hat da oben rum gemacht. Ich hatte da so einen alten Plattenspieler mit Röhren und sowas da. Da habe ich dann so alte Jazz-Sachen da. Gregor Gysi war da, hat da geredet über Politik und sowas da. Ach, wir haben dann die Leoniduiden, diese Sternstuppen von, das war ganz romantisch da auf dieser Veranda von dem Kassa. Ne? Unten ging es bum bum, waren alle immer super aufgeregt. Oh, heute kommt der und Marusha und oh, und jetzt. Ich meine, was wollt ihr denn? Ne? Also, ich musste erstmal hier meine Bar einrichten. Es war ein Bügelbrett. Da gab es ein Bier, da gab es Cocktails, die ersten Cocktails in Jena, die habe ich gemacht. Und genau, ja, dann kam jeder mal vorbei und irgendwann war dann die Sache zu Ende, die Party. Ne? Und natürlich hat mich das mit diesen Platten auch, weil Xene das gesagt hat, das war auch, das war elektrifizierend einfach, dieses Vinyl und so. Ne? Und vielleicht können wir das ja dann mal kurz anspielen danach, aber meinen ersten Track, den ich so in Hausmusik gehabt habe, das war George Morell, ne? Den hat der Smoking Joe damals mitgebracht, der da auch da tief im Keller Platten gedreht hat und da konnte man das mixen und so ein Mischpult hatte ich auch, das war cool. Ne? Und und da war aber immer, wenn ich alles sauber gemacht habe, weil an der Bar hast du ja immer was zu tun, ne? Du musst immer Gläser spülen und so ein Zeug. Ne? Und wenn ich fertig war, dann war das Kassa schon zu. Ne? Da war die Alarmanlage an und so. Ne? Naja, und ich hatte dann öfter drum gebeten, dass das noch offen bleibt, für mich da unten der Keller, dass ich da auch mal meine Platten dann drehen durfte. Und, aber irgendwie wurde ich da immer vergessen, ne, weil ich war halt der Letzte, der da war. Ne. Und irgendwann habe ich so ein Brecheisen genommen halt, ne, und habe da den DJ-Keller aufgebrochen und das Kassa hochgefahren, ganz alleine, ne, früh morgens um 8 oder so. Ja. Ja, das fand das Kassa dann nicht so lustig und dann haben wir uns getrennt. Ne. Aber lass uns doch gerne diesen Track mal hören. Ja, das musst du machen, aber hier so. Ne? Also, bitte einmal, George Morell. Ja, super geil. Joe, guck mal hier, Lutz, eine Platte. Ja. Nee, ich weiß nicht, wie das geht hier mit diesem George Morell. Das ist der Track, den du beim Putzen gehört hast. Achso, dann ist wahrscheinlich der. Weiß ich nicht, wie das geht hier. Das ist mir alles. Wir hatten damals so ein Ding, unsere Platten sind auch immer gehüpft und so. Das war der erste Track, den hat der Joe hat gesagt, hier guck mal, und da war Strictly Rhythm, das war so das Label. Ne? Hm. Da waren so Backsteine auf der Mitte und so drauf. Das ist Satoshi. Tarnet auf USB und in die Root sozusagen. Ja. Der ist auf USB, aber George Morell finde ich. Lutz-Tracks. Ich weiß nicht, wie das geht, ich kann das... Das ist dann der Unterschied zwischen Schallplatte und... War das ein Remix von dem oder so? Wir sind auch im Ambient-Ordner, ich glaube. Genau, das ist einmal in die Root. Hier, Lutz Tracks, das bin yes. ich. Yes, yeah. That's the game. Cool. Ich glaube, da passt dann nicht ganz. Das kommt da später, haben da ja. haben wir ihn, jawohl. Okay. Machen wir mal ein bisschen Musik hier. Ja. Ja, stellt euch mal vor hier, das geht abends, ne? Stroboskop an, ganz alleine im Kassa, das ist geil. We'll be right back.
Taleb. Kannst du kurz wieder runter ein Stück runter machen? Ja, also ich glaube, wir haben eine gute Vorstellung bekommen, wie der Lutz unten im Keller getanzt hat. Alleine. Alleine, wohlgemerkt. Interessant würde ich jetzt das Gegenstück von der Xenia mal hören. Und vielleicht sagst du was dazu, warum du jetzt gerade die folgende Platte dir gesucht hast. Wenn ich an die Zeit mich zurückerinnere, dann ist die der damalige Musik für mich immer so, jede Platte was ganz Persönliches. Also im Gegensatz zu den heutigen, also ich bin nicht mehr so die ganz aktive Technogängerin, aber zu der damaligen Zeit konnte ich gefühlt nach dem dritten Takt, wusste ich, welche Platte das ist, weil die irgendwie für mich sehr, sehr persönlich waren oder auch sehr individuell. Und die Platte, die ich ausgesucht habe, ist für mich so, auch dieses Gefühl, was Lutz erzählt hatte, Wende, ich war zarte 15 Jahre jung und mein Körper hat rebelliert, alle Menschen um mich drumherum haben rebelliert und wir durften tatsächlich wirklich alles machen, was wir wollten, in wirklich und in echt, also wirklich alles machen, was wir wollten. Und diese Platte ist für mich so ein Gefühl einfach der damaligen Zeit. So, deswegen ist es, und zwar ist es von Die Love Simulation von Paul von Dyk. Taleb, kannst du ein Stück wieder runternehmen? Das kannst du anschließend noch gern machen, Lutz. Nee, das ist schon heiß. Das sind so, wir können das ja nur anspielen hier so, aber das ist wirklich ein Ding. Wir waren straff wie eine V1, wir sind da durchgewandelt durch die Zeiten da. Ja, wir sind nach Berlin gefahren, wir haben geschrien, ja. Und von den Decken tropfte der Schweiß runter, von den Buden, da, wo wir da waren. Das war geil. Taleb, bei dir war ein bisschen mehr Bums in der Musik zu der damaligen Zeit drin. Oh. Und Hartwigs, auch eine Institution für dich? Also auch die Hartwigs war unser Meeting Point quasi. Also Hartwigs war immer dienstags und freitags kamen die Lieferungen und so die erste Garde der DJs, das war damals Rock, Kid Paul, Johnson und Icke. Wir saßen immer da und haben halt so Daumen hoch, Daumen runter. Rock hat dann irgendwann, war der Plattenbesteller. Und wir waren dann immer die zuerst, die Platten gekriegt haben. Die anderen hatten das Nachsehen und die hatten dann nur welche gekriegt, wenn wir sie nicht wollten. Musste dann eine Woche warten, bis die Platte wieder kam, wenn sie wieder kam. Das war so, ja, ein bisschen hierarchisch, haben wir aber gar nicht so wahrgenommen. Wir waren ja noch nicht so viele DJs. Es gab ja nicht so viele. Also wir waren damals, da gab es dann halt noch Westbam und so ein bisschen was drumherum. Aber so dieser Kern, der Tresor und so, was dann Resident war, der hat sich immer im Hartwigs getroffen und zwar so der Messenger quasi. Was heute der Messenger ist, war damals halt Hartwigs, wo sich alle getroffen haben und auch ausgetauscht haben, auch was war am Wochenende los, wer legt mit wem am nächsten Wochenende auf und so. Das war so die Schallzentrale. Und wenn man dann wieder den Schwung nach Jena zurückgeht, ich erinnere mich auch noch, auch im Freundeskreis war das so, Hartwigs war die Nummer 1 Bestell-Hotline, wenn ich jetzt sage Hotline, muss man sich jetzt vorstellen, man hat einen Brief bekommen, so ein A4-Blatt, kopierter Zettel, war gefaltet, da waren die ganzen Releases drin mit
kurz Label, Name, Artist, 12-Inch US, UK und dann kurz Banging, Hard, Techno, Bomb oder irgend Experimental, Style, Chill, Vierviertel. Und hat anhand dieser Zeilen quasi herausfiltern müssen, okay, ist das jetzt mein Geschmack oder nicht? Und das klassische Bestellprinzip war dann so auch, ich selber praktiziert in jener Telefonzelle, auch Nicola hatte mir vorher erzählt, in die Telefonzelle gegangen, diese Berliner Nummer angerufen und seine Bestellung quasi per Telefon durchgegeben. Und kann sein, dass Tane da im Hintergrund war, aber ihr habt ja dann hinten einen eigenen Raum auch gehabt. Wir saßen vorne. Ihr saßt vorne, okay. Dann war das wahrscheinlich auch schon diese Entscheidung, okay, die ist noch da oder die ist nicht mehr da. Wahrscheinlich. Also es ist sehr wild, was jetzt online und digital ist, muss man sich vorstellen, Papier, postalisch und dann auch wieder zurück. Die Platte kommt postalisch im Umschlag und man freut sich wie ein Schneekönig, wenn die dann zu Hause erscheint. Und du musstest Geld da haben, weil alles per Nachname kam. Ja, auch Geld zum Telefonieren. Ne? Manchmal musste man in den Telefonzellen dann anstehen, ne, wenn man da telefonieren wollte. Das war also nicht so einfach alles so. Ja. Ja, also ich kann das auch bestätigen, ich habe nicht in Berlin bestellt, ich habe in Hamburg bestellt bei Container Records, dasselbe Prinzip, ans Telefon gehangen. Ich musste dann glücklicherweise nicht in die Telefonzelle gehen, ich konnte es von zu Hause aus machen. Aber ja, das war schon lustig, weil man wirklich mit dem Plattenladen oder mit diesen Bezeichnungen gar nichts anfangen konnte, wenn man nicht gerade das Label kannte oder den Artist und gehofft hat, dass er wirklich mal wieder eine gute Platte rausgebracht hat. Also vollkommener Gegensatz zu heute. Wenn wir jetzt noch ein bisschen an der Uhr drehen, die Zeit ein bisschen nach vorne drehen, dann sind wir jetzt so bei Mitte 90, ein bisschen Ende 90 angekommen und wenn wir da beim Lutz andocken, gab es die Geschichte, okay, er ist ja aus dem Kassa quasi rausgeflogen und dann hat sich beim Lutz noch was anderes etabliert, was hier einen sehr großen Einfluss auf die Region hatte, dann, jetzt muss ich sogar wieder nachschauen, ca. 97, 98, dazu kann er was sagen, die sogenannte Klimabar, Kleine Quelle oder Jo genannt, die, wie gesagt, drei Zeitphasen hatte. Bitte schön. Ja, dazwischen ist auch noch was gewesen. Das, okay. Vielleicht machen wir das auch noch mal kurz. Genau, da war nämlich dieser Smoking Joe, das ist eine ganz große Figur hier in Jena gewesen oder immer noch auch. Ne? Der hat nämlich aus dem Ravensburger Club, dem Duala, die ganzen Leute da hierher geholt. Wo dann auch in dem Dunstkreis kam dann Jim Lusted, Ian Simmons, der auch bekannt sein dürfte hier, später mit dazu. Aber wir haben dann mit dem Duala haben wir dann halt auch einen Rave, das war mein erster Rave. Das war, hat dann Thomas Sperling ganz komisch geguckt, was ich da so mache im Planetarium. Ne? Mhm. Weil er war ja eigentlich der Man of the Art hier in Jena. Ne? Aber wir haben es im Planetarium gemacht, genau, und wir haben die Hausanlage vom Planetarium, die haben wir natürlich geschossen. Und wir haben da getanzt und das war richtig geil, auch unter den Sternen getanzt und, ja, mit 800 Leuten, das war richtig gut. Und aus diesen ganzen Produktionen aus der Arbeit, die dann aber auch schon in die Richtung Kunst ging, mehr oder weniger, ist dann auch so eine Show, die 5 Jahre lang im Planetarium offiziell lief, entstanden. Ne? Genau. Naja, und ich habe damals halt auch hier, deswegen haben wir auch so einen Track, vielleicht spielen wir den mal kurz an hier, genau diesen einen, dann wisst ihr alles, was ich meine, Dub Syndicate. Stone Immaculated. Ne? Ja. Wir haben ja auch immer, wir haben ein bisschen Wein getrunken und so und wir haben ja aber auch was geraucht dann und so. Ne? Ja, kannst du ruhig anspielen, wenn wir spielen das, genau. Und dann saßen wir da im Chillout und haben philosophiert über die Welt. Genau. Und ich war der Meinung, dass man Cannabis-Produkte legalisieren sollte in Deutschland. Und da habe ich mich ja intensiv drum gekümmert, für den Transport von den Niederlanden nach Jena. Ja, das war dann aber nicht so lustig irgendwie. Die haben mich da festgehalten. Mach mal wieder aus, dass wir ein bisschen weiter erzählen. Genau, das war dann so, hier, was haben sie denn da? Ne? Und dann war ich mal weg vom Fenster. Der Richter war auch irgendwie der Meinung, dass ich gute Produkte da im Angebot hätte, aber doch wohl etwas uneinsichtig war. Hat mir da 3 Jahre raufgebrezelt und so. Und dann kam ich dann da, weil ich mich gut geführt habe, kam ich ja wieder. Und da Johannesstraße laufe ich lang, mein erster Abend, kommt einer vorbei und sagt mal, hier, willst du eine Bar kaufen? Kostet 1 Mark. Ja, da habe ich gesagt, ja klar, 1 Mark habe ich noch auf Tasche. Ja,
Ja, und da habe ich die Christa Kröger GmbH gekauft, das war das Jo. Und dann habe ich mich da reingesetzt. Dann habe ich einen Hans kennengelernt, der leider nicht mehr in Jena ist jetzt. Und ja, das war ein düsterer Rotlichtmilieu, Nachtclub, mehr oder weniger. Mit so Figuren, mit Pitbulls und so. Diese Helfershelfer, die haben da immer Schokomilch getrunken und die anderen haben Cola getrunken. Und jeder, der reingekommen ist, der wurde richtig blöd angeguckt. So. Ja, da konnte man keinen Markt gewinnen damit. Ne? Aber da haben wir dann so Jazz, so Free Jazz haben wir dann gemacht. Ne? Das kommt ja vielleicht auch ein bisschen entgegen. So, ne? Also Freestyle, Free Jazz, so haben wir es richtig krachen lassen und haben denen quasi ihr Gehirn umgedreht. Und dann habe ich noch eine andere Sache gemacht. Da habe ich mit denen Whisky getrunken und dann nach und nach war dann plötzlich dann der Raum leer. Ne? Und da war natürlich dann ein leerer Raum. Ein leerer Raum hat aber quasi immer einen Vorteil, der kann besetzt werden. Ne? Und da gab es dann halt die Jungs, die ich mal noch kannte und so. Und der eine, auch der Sören und so, und die wurden dann halt quasi verhaftet und verpflichtet, jeden Tag da Musik zu spielen. Xenia war auch bei mir, die hat an der Bar gearbeitet, auch Cocktails gemixt, die hat auch getanzt. Ne? So haben wir das gemacht, ne? Und dann ging das los. Und ich habe dann... Es gab ja noch ein gutes Verhältnis zum Kasser auch. Ne? Also nicht so, dass wir uns gestritten hätten oder so. Wir waren halt nur verschiedener Ansicht, was Subkultur oder Kultur halt ist. Und Alf hat dann halt gesagt, okay, hier willst du nicht mal irgendwie, wenn ein Off-Day ist, ein paar Leute irgendwie verarzten und so. Und dann, ja, zum Schluss waren da die Toasters da aus New York, wo die da herkamen. Na, da, also die Bude hat auch gewackelt. Ne? Die ganze Zeit hat die Bude gewackelt. Ne? Genau. Und in der Zeit will ich mal eingreifen, Tarnet, ist dein Stil ja auch so ein bisschen zum Poetiken umgeswitcht. Also du hast dich dann auch quasi, Techno ist immer deine Wurzel gewesen und auch dann diesen Breakcore, das ist immer so eine Sache, also alles, was so mit Breaks besetzt war. Kannst du vielleicht, hast du was auf Tasche, dass du uns mal aus dieser Zeit vielleicht so Mitte 90 was vorspielen kannst? Hättest du mir das mal vorher gesagt. Oder was für dich in dieser Zeit stand, zumindest in 94, 95? Also bei mir war das so, 95 war für mich erstmal Techno durcherzählt. Ja. Weil da ging es dann eigentlich nur noch darum, also auf der einen Seite gab es Drum and Bass, wo ganz neue Soundwelten aufgemacht wurden. Auf der anderen Seite war Techno und das war 808, eine 303 und bestenfalls auch eine 909, aber bloß nichts samplen. Und es war halt irgendwie so, da geht mehr. Und dann hörst du diese Bässe bei Drum & Bass oder auch bei den Break-Sachen, die damals, und dann hörst du nebendran Techno, mit so einer 303 gequietscht, das du jetzt schon seit Jahren kennst, und da war Techno für mich irgendwie so ein bisschen durch. Und bin dann halt so, das ging ja damals so einher mit Drum & Bass, was da in der Welt passiert ist, und dann kam Big Beat auf, New School Breaks, ein paar Jahre später dann auch noch was mit Two-Step und Breaks Garage passiert ist. Da sind tausend neue Genres passiert und jeder hat was anderes aufgegriffen. Und Techno war dagegen wirklich langweilig. Also wirklich so alles schon mal da gewesen und auch so, ja, auch wenn du diese Gespräche in den Plattenläden hattest, das war sehr dogmatisch geworden. Also so wie der Beat. So 1, 2, 3, 4, mehr geht nicht. So, und dagegen war das andere eine schöne Spielwiese, wo alles ging. Und deswegen bin ich da rüber geswitcht für ein paar Jahre, bis dann Techno wieder. Vielleicht, ich erinnere mich an, selbst die Bordici hatten am Anfang schon genau diese Breaking Parts eingebaut. Ich meine, es war noch früher, aber das war auch immer so ein Zeichen, wer das gespielt hat. Ja, es war da nicht nur vier Viertel. Da hat, also alles, was auch in England auch kam, fand ich sehr, sehr gebrochen und sehr interessant. Und da fand ich auch immer deinen Stil, der sehr vielfältig war. Vielleicht kannst du uns irgendwas mal... Super. Genau. Da kann ich vielleicht in der Zeit noch was einstreuen. Drum Bass, ein gutes Thema. 1994 ist die Muna gegründet worden, für vielleicht die es nicht kennen, in Bad Klosterlausnitz. Eines der ältesten Clubs Deutschland, die noch bestehen. Und das ist schon ganz schön, was man feiern kann. Und das wird auch immer wieder zelebriert. Und dort hat sich auch eine sehr gute, bis heute vernetzte Drum Bass Szene etabliert, die dann auch bis nach Jena gekommen ist. Hier im Kassa gibt es ja immer noch die Überschall-Veranstaltung als eine der besten hier in Thüringen. Und Markus Meinert hat das, glaube ich, damals mitbegründet, der dort dann eigentlich als DJ Meini aufgelegt hat und dann später nach Berlin gegangen ist, mittlerweile eher so in die Technoide-Richtung spielt, aber
auch einen guten Weg gemacht hat. Nee, du, da habe ich nichts da. Also Breaks habe ich jetzt nicht dabei. Okay, dann ein Techno-Brett, vielleicht aus den 90ern, wo du sagst, das kann ich unterschreiben, auch heute noch, was du heute noch spielen würdest. Ich will jetzt alles vorspielen, gut, sonst hätte ich es nicht dabei. Let's go. Also nehmen wir da zum Beispiel mal, ich hatte mir gedacht, so der Techno-Track schlechthin. Okay, jetzt sind wir gespannt. Dann müssen wir wieder auf die Playlisten. Also der war, also ist im Grunde die Tresorhymne gewesen und ich finde, das ist so die Blaupause von dem, was einen guten Techno ausmacht. Hoffentlich finde ich einen richtigen Fader. Da ist alles drin. Perfekt. Ich glaube, das Publikum hat es auch gemerkt, oder? Ja, also wenn ich noch kurz auch, das war ja dann auch die Zeit so, wo sich das Eis ein bisschen gespalten hat und wo dann irgendwann nicht mehr so richtig... Nee, das ist von 91. Nee, was dann danach kam so, ne, wo sich diese Bewegung, nee, das ist schon klar, aber wo sich die Bewegung dann gespalten hat und wo ich das jetzt gehört habe, so, ich habe mich dann, ich bin auch, wo du gesagt hast, hier bei der Muna. Dann gab es nämlich in Berlin, gab es dann auf der einen Seite gab es halt die Love Parade, wo dann die ganzen Leute da waren. Und wir sind mit der Muna, mit so einem alten LKW, einem 7,5-Tonner, auf der Hate Parade gefahren. Ne? Und da waren dann auch bei uns hinten auf der Pritsche sozusagen, da war eine nackte Frau, ne? Die war goldig angemalt und ein Drummer. Und dann haben wir es da, sag ich mal, krachen lassen. Ne? Ich bin gefahren. Ich hatte dann ein steifes Knie wegen der Kupplung. Ich musste mal aufpassen, dass ich die ganzen Refer da nicht umfahre und so. Da war auch mit Schutz und so. Das war richtig gut. Ne? Aber dann konnte man quasi über die Straße gehen. Da waren wir auf der Love Parade und dann wieder zurück. Da waren wir auf der Hate Parade dann. Ne? Und dann abends ist man dann abgetaucht in die Clubs. Dann, ja. Das war schon eine verrückte Zeit. Ja, auf jeden Fall. Aber die Hate Parade war am gleichen Termin wie die Love Parade? Echt? Weil später war es ja dann die Fakt-Parade, das war dann irgendwie später. Ne? Ja. Aber vielleicht nochmal zurück zu deinem eigentlichen Laden, ja, die kleine Quelle. Oder hieß da am Anfang Jo oder kleine Quelle? Nee, also das ganze Ding hieß ursprünglich, das war eine der ältesten Gaststätten von Jena. Jetzt weiß ich immer, verwechsel das immer. Was gibt es jetzt noch? Jetzt gibt es noch die Weintanne, ne? Die gibt es noch. Dann hieß das Ding die Weinperle. Ne? Und... das war wirklich so eine Institution für Geschäftsreisende von Carl Zeiss Jena und so. Auch hier in Optik gab es ja damals schon, das war ja quasi eine Ausgründung von Zeiss, die so, sag ich mal, besondere Aufmerksamkeit bedacht wurden, ne? Mit so Frauen und so, ne? Und Samt und so, ne, war das.
Naja, und dann, das war das Milieu, wo das da drin war. Aber das war letztendlich eine ganz, ganz alte Kneipe, Weinperle. Da saßen quasi immer die Leute, haben geguckt, ja, wer fährt jetzt nach Weimar? Und dann fahren wir hinterher und holen uns da, was der da so hat. Das könnten wir auch gut gebrauchen. Ne? Also es war schon immer so ein bisschen anrüchig, so das ganze Ding da. Ne? Es hat auch so gerochen, teilweise, naja. Und wir haben halt gedacht, ja, wie kriegen wir jetzt diesen miesen Ruf, wie kriegen wir den kaputt? Also wie kriegen wir den weg? Also nicht kaputt machen, sondern wie kriegen wir den weg? Und da haben wir faktisch jedes Jahr dem ganzen Ding einen neuen Namen gegeben, haben immer wieder eine Neueröffnung gemacht. Ne? Also die Bude zu, alles umgestaltet da, Neueröffnung gemacht, Musik. Also es gab jeden Tag bei uns DJ, fast zwei, dreimal die Woche Liveband. Es gab die besten Cocktails, die besten Leute einfach. Ne? Und wer eine Party machen wollte, hat eine Party da gemacht bei uns. Das konnte man alles organisieren. Unsere Arbeitszeiten waren so von früh um 9 bis morgens um 6. Ja, das haben wir 3 Jahre durchgezogen. Und dann lief der Mietvertrag aber aus. Na, dann ging das da nicht mehr. Man muss sich das aber vielleicht so vorstellen. Ich glaube, das war der einzige Laden, der unter der Woche auch, also nicht nur elektronische Musik, sondern eben auch Live-Musik hatte. Und es gab sonst nichts, abgesehen vielleicht noch von der Rose, dem alten Studentenkeller und dann zwischendurch auch mal Kassa. Aber sonst gab es in den 90ern hier nichts. Jedenfalls in Jena direkt nicht, Umland schon. Und deswegen war es eine Institution und dort hat sich wirklich alles getroffen. Also die ganze Szene war da und dort haben viele der heutigen DJs hier in Jena auch ihre Gehversuche gemacht. Also siehe, Metabo-Mann hat dort angefangen, der Monkey Mafia hat dort angefangen und weil wir es vorhin auch hatten, DJ Mick hat dort auch Veranstaltungen gemacht. Der hat auch was gemacht, der hat die ganzen Elektronika-Sachen da gebracht aus da Amerika und so. Weiß ich, wo er die Leute alle rangekarrt hat. Ne? Zusammen mit Robert Carter hat genau, er dann dort gespielt und aus diesen Veranstaltungen, die ja rauschfreie Zone hießen bei dir im Laden, ist dann auch Fullbeat Construction Records rausgegangen. Genau, ja. Ja, wir haben auch so Sachen da entwickelt, weil die Leute sind auch viel zu uns gekommen, bevor sie ins Kassa gegangen sind. Haben sie bei uns nochmal ein Bierchen gezischt, haben ein bisschen schöne Musik gehört, sind sie ins Kassa. Und wir hatten dann manchmal oder sehr oft auch länger als Kassa auf, dann sind sie nach dem Kassa wieder zu uns runtergekommen. Und wir hatten so bequeme Sessel und wenn dann einer aufgelegt hat, war nicht immer so mit Tanzen, sondern wir haben halt viel gesessen und Musik gehört halt, richtig Musik gehört halt. Ne? Und aber dann zwangsläufig hat man dann angefangen so in dem Sessel so rumzuwackeln. Ne? Und dann, das nannten wir dann aktiv-dynamisches Sitzen. Das hat sich dann teilweise 6-8 Stunden hingezogen. So. Genau, ja, so haben wir das gemacht. Aber sag mal, Lutzen Tarnet hattet ihr zu der Zeit nicht auf dem Schirm? Nee, überhaupt nicht. Das war Kassa, haben wir No-Touch-Kassa. Wir haben unseren eigenen Stiefel gemacht. Er war ja nämlich auch lange da nicht da. Und vielleicht kann Xenia noch mal kurz was zu ihrer Klimabar-Zeit sagen, weil es hat ja dich auch irgendwo geprägt in deiner Form, wie du das wahrgenommen hast nochmal von der Musik. Ich habe da an der Bar gearbeitet und dann hat man nicht einfach so an der Bar gearbeitet, da wurde man gecastet. Also das klingt jetzt, aber das war wirklich so. Da kam nicht jeder an die Bar und musstest halt ein paar Fähigkeiten mitbringen. Und es gab tatsächlich auch Abende, wo die Leute wirklich wegen dem Barpersonal gekommen sind. Also weil das wirklich eine ganze Stange an Freaks waren, die da gearbeitet haben. Und was den Laden auch ausgemacht hat. Und es war tatsächlich ein Treffpunkt für, also da kam jeder hin, egal ob jung, alt, ob mit Geld, ohne Geld, ob weiß ich nicht, also auch verschiedenste Musikgenre halt liebend. Und das Tolle eigentlich dort war, dass es wirklich ein Angebot gewesen ist an besonderer Kultur. Also Lutz hatte da tatsächlich schon immer irgendwie einen guten Riecher, relativ früh aufstrebenden neue Leute irgendwie herauszufinden. Lali Puna ist zum Beispiel für mich eine ganz, ganz krasse Geschichte gewesen. Also immer irgendwie, die gerade so am Kommen war. Das hat irgendwie Lutz immer gerochen und die hat er eingeladen und in der Klimabar haben Leute gespielt oder aufgelegt, die dann irgendwie 1-2 Jahre später richtig bekannt gewesen sind und wir haben die für umsonst gehört und das war einfach ganz toll. Man konnte da hingehen und konnte sich hinsetzen und einfach echt wirklich gute Musik genießen und die besten Cocktails der Stadt trinken tatsächlich. Und für mich ist die Klimabar sozusagen mein Beginn meiner kulturellen Karriere in Jena. Also weil die meisten, die mich kennen, kennen mich halt aus der Klimabar. Und dort habe ich alle Kontakte geknüpft, die ich auch heute noch habe. Das ist so mein kulturelles Basis, die Klimabar.
und hier in Jena, genau. Und wenn wir jetzt Jena sehen als so techno- oder elektronischer Musik-Leuchtpunkt im Osten, würde ich das mal ausweiten auf den gesamten Osten. Da gibt es nämlich noch eine Besonderheit bei Tane, die mir, vielleicht auch nur mir so bewusst ist, dass du sehr oft jetzt auch noch im Osten auflegst und auch immer eine Beziehung hattest zu ostdeutschen Veranstaltern, zu irgendwelchen Kellerwaves. Ich sehe kaum einen DJ, der in Magdeburg, in Rostock irgendwie sein Programm fährt. Und da dachte ich mir, es muss vielleicht auch am Osten liegen, an dieser vielleicht jetzt nicht mehr, aber damals noch ausstrahlenden Schönheit des, der Ruinen, der verlassenen Häuser. Kannst du vielleicht noch was dazu geben? Naja, in Berlin war ja so, dass dieses Ost-West-Ding war ja kein Thema. Weil wir hatten ja alle zum gleichen Zeit mit dem Thema angefangen, Techno. Und von daher habe ich dann nie drüber nachgedacht, ob das jetzt im Osten oder im Westen ist. Und der Osten war nun mal näher an Berlin als der Westen. Und ich habe da nie drüber nachgedacht, ob das im Osten oder Westen ist. Das war für mich, der Unterschied war halt, im Osten war es improvisierter, ehrlicher und im Westen war es meistens in irgendwelchen Diskotheken, die dann den Freitag oder Samstag für Techno freigemacht hatten. Und das war schon ein Unterschied. Also, aber mir war halt immer lieber so, mehr so Tresor-Style, also so improvisiert, einfach was hingehängt, Nebel, Strobo, reicht, fertig, Techno. Aber du hast ja dann auch schon Veranstalter gekannt, die bekannt waren, zum Beispiel in Jüterbog, irgendein Militärgelände, das hat man ja schon auf dem Flyer dann quasi gesehen, okay, das kann nur cool werden, das ist verlassen, das ist genau der Ort, also es stand ja auch nie Diskothek XY da, sondern diese verlassenen Orte, und das fand ich immer interessant, dass quasi das aus Berlin auch ins Umland getragen wurde. Und in Jena, vielleicht noch kurz zu erwähnen, Nicola, wir hatten auch Militärbasen quasi der Sowjetarmee und es gab oberhalb, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, so Richtung Jägerberg auf Panzerplatzpartys nannte man die. Genau. Und das darf man vielleicht auch nicht vergessen, dass Jena, so wie es jetzt ist, sehr schick und sehr ja, einfach sauber auch, dass es damals diese Orte gab, obwohl wir sehr viel von Bergen umgeben sind. In Brandenburg, Berlin sehr eher so Fläche. Und das fand ich halt auch schön. Das war auch so meine Zeit, weil man wollte natürlich in den Dreck, man wollte in diesen Bunker, in den Keller und nicht in die Diskothek. Ja, also Panzerplatz ist ein gutes Stichwort, also auch Jägerberg. Ich war selber mal bei ein paar dabei, so illegale, auch so mit Notstromaggregat, was ja heute auch wieder ganz populär ist hier in den Wäldern. Wurde von DJ Mule auch mit organisiert, der auch bei Xenia mit an der Bar gearbeitet hat, hier in der kleinen Quelle. Und auch mit Ebi zusammen haben die dort das organisiert. Und das muss auch so gewesen sein, wie es dann in Berlin auch war. Ja, also man ist dann nur hingekommen mit Mundpropaganda. Vorher hat hier Flyer oder so gab es da gar nicht. Man musste irgendwo anrufen, man musste jemanden fragen. Und dann ist man dorthin geführt worden und dann ging es dort ab. Hing auch nur irgendwo ein Tarnnetz, ein Strobo. Und harter Techno. Im Übrigen hat da mein jetziger Mann aufgelegt. Und es war unser erstes Date dort, weil du es gerade ansprichst. Total lustig. Genau, das verbinde ich damit. Schönen Gruß an Peter. Ja, so war das auf jeden Fall. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen in der kleinen Quelle bleiben. Also ihr merkt, mich hat das sehr begeistert dort. Ich muss da mal an eine Anekdote denken. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf, aber um mal so einen Blick für euch zu eröffnen, was da überhaupt alles ging. Ich war mal zu einer Geburtstagsfeier dort eingeladen, einer privaten, und das Geburtstagskind wollte sich was Besonderes ausdenken und hat sich ein Naked Buffet gewünscht. Das war dir, okay. Ja. Magst du das vielleicht erzählen? Nee, davon habe ich ja aber nie so viel mitgekriegt. Du musst ja bei so einer Party musst du ja immer drumherum. Das ist ja auch. Also ich habe Techno, diese ganze Zeit hat für mich immer nur im quasi Backstage-Bereich, im Chill-Out-Raum stattgefunden. Ne? Und wenn dann, ich war immer da, bevor es losging und wenn es zu Ende war. Ne? Das war so meine Zeit so. Und ja, das gab, also klar, das haben wir alles gemacht. Ne? Also um das fertig zu erzählen, wie gesagt, das Geburtstagskind wollte ein Naked Buffet, hat eine Freundin gefragt, ob die sich sozusagen halbnackt auszieht und als Buffetgrundlage dient. Sie hat das auch mitgemacht und das wäre heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr aus gendergerechten Gesichtspunkten möglich, aber damals war das was Besonderes und das ging auch nur in der kleinen Quelle, sonst wäre das nie möglich gewesen. Ja, nee, das haben wir schon zugelassen und das war natürlich auch spannend. Ne? Aber da ist auch viel Blut geflossen, das dürfen wir nicht vergessen.
Wir hatten da Schutzgelderpressung und sowas, was man jetzt so gar nicht mehr von außen vielleicht so wahrgenommen hat. Ne? Aber wir hatten unsere Techniken. Ne? Dass dann auch die wilden Jungs, die haben uns da respektiert. Wir waren halt einfach in gewissen Sachen ein bisschen wilder als sie. Ne? Als es dann zu Ende ging, wie war das für euch? Wie hat die Szene darauf reagiert, dass das Jo jetzt nicht mehr da ist? Es war klar, dass die Klimabar schließen wird und wir hatten so ein Buch und da konnten wir quasi Partys eintragen, so einen Kalender, und es ging eher um den Zufallsprinzip. So, also gucken wir kämpfen bis zum Schluss, wie das Lutz die ganze Zeit immer sagt, wir machen und nein, wir geben nicht auf. Und dann kam der Tag und dann stand da die Drum and Bass Party als letztes, die Annelie und ich gemacht haben. Und das heißt, meine damalige Freundin und ich haben die letzte Party in der Klimabar organisiert und durchgezogen. Es war eine Drum-Bass-Veranstaltung. Und das Krasseste war, dass man nicht am nächsten Tag einfach abgebaut hat, sondern man hat abgerissen. Also weil wir alles herausnehmen mussten, musste raus und in ein Zwischenlager bringen. Und das war schon, also eine Institution halt nicht nur eine Party zu Ende, sondern das war wirklich zu Ende, so wirklich auch physisch, also wirklich alles rausgerissen. Und halb Jena, also jeder, der irgendwie damals kulturell oder irgendwie unterwegs war, war an dem Tag da. Und das, wir haben das quasi nochmal zelebriert, den Abschied. So. Aber das war schon ziemlich, ziemlich krass. Welches Jahr war das? 2001 war genau. Das. Genau. Ja. Und Hanne, zum Stichwort Jena. Ich habe das auch erfahren, dass in Berlin auch mit Johnson gesprochen, mit Jauche, mit anderen DJs, die quasi immer gesagt haben, Mensch, dieses Jena, auch Johnson war vor 2 Jahren hier, wow, das war mein erster Außer-Berlin-Gig. Und das ging dann in Berlin immer rum, dass hier durch den Herrn Sperling halt die wichtigen Leute auch gespielt haben. Und da habe ich schnell gemerkt, so Jena-Berlin gibt es eine Achse. War die für dich auch so bewusst nach dem einen Gig oder hast du das später in irgendeiner Form nochmal gespürt? Das ist zwischen diesen Städten quasi. Ja, das Casablanca war ja schon eine Institution unter den DJs. Also, ich meine, Jeff Mills hat hier gespielt und sowas. Also, das spricht sich dann schon rum. Und man hat ja damals auch eine Frontpage gehabt und da war es auch mit drin und so. Also, das hatte sich schon rumgesprochen und das war halt auch immer so, es war eine angesagte Adresse, kann man so sagen. Kurzer Einwurf von mir, Frontpage war so das erste große Techno-Magazin in der Zeit. Jürgen Lahmann gegründet, später gab es noch mehr. Also das Einzige, was übrig geblieben ist, die Groove heute noch. Ja, na, hier gab es noch das T-Mac. Ne? Genau, das was die Xenia mitgemacht hat. Also es gab eine Zeit lang so Fanzines. Also die überregionalen war die Groove und die Frontpage. Und da gab es halt in jeder Region irgendein kleines, in Berlin gab es noch den Partisan. Zum Beispiel, dann gab es... Den Flyer sozusagen. Flyer war kam ich... Ja, das ja, war nee, zeitgleich. Partisan kam aus München, ist dann nach Berlin Correct. Gegangen. Und ja, Flyer gab es auch noch. Das war Berlin, das Berliner Original. Aber es gab in jeder Gegend... gab's, also hier gab es noch das 1000 Grad. Die sich durch Werbeanzeigen finanziert hatten. Genau, je Malbo. Nach Budget auch entweder kopiert, schwarz-weiß oder Hochglanz mit diesem beschichteten Papier. Ja. Das war schon interessant. Wir haben auch einen Schreiberling hier in der Runde, der für die Frontpage geschrieben hat. Vielleicht ist dir das gar nicht bewusst, Nicola. Er sitzt in der Mitte. Der Tanet hatte, zum Teil sagt das Wikipedia, er wurde beauftragt für UR, die damals gespielt haben, sollte er für Jürgen Lahmann quasi ein Interview schreiben. Ich habe die Frage ihm vor 4 Jahren mal gestellt, auch in einem Interview. Und dann sagte er, vielleicht kann er das schon sagen, es ist verpufft. Es war ein Grund, wieso dann dieses Interview nicht stattgefunden hat. Und du wurdest quasi, weil du diesen Sound repräsentiert hast, wurdest du berufen, das Interview zu führen. Erinnerst du dich noch daran? Welches Interview? Mit Underground Resistance. Underground Resistance, ja, das ist mit Fax gelaufen. Ganz genau. Und das war im Auftrag von Jürgen Lahmann quasi? Nee, das war kein Auftrag. Das war, ich fand die so geil. Ja. Und bin dann zu Jürgen Lahmann gegangen und habe gesagt, wir müssen mal ein Interview mit denen machen. Und alles klar. Dann waren die, glaube ich, gar noch nicht so geläufig. Das war 91. Ich hatte damals die erste Final Cut-Platte. Das war Jeff Mills, sozusagen in seiner IBM-Inkarnation. Und ich fand die Platte schon, da war ein Stück drauf, Burn, Hollywood Burn. Und das fand ich halt Techno per se. Und dann habe ich rausgefunden, der macht bei Underground Resistance mit. Und darüber habe ich Underground Resistance gefunden. Und die gab es dann bei Hardwax.
Und da hat sich natürlich ein kompletter Kosmos. Vorher war Detroit Techno halt diese Sampler, die man hatte. Und das war so halbwegs mein Ding, aber nicht hundertprozentig. Aber Underground Resistance war 100% mein Ding. Und dieses Interview war dann halt irgendwie, es gab ja kein Internet. Also wir hatten ja damals nichts. Nicht nur ihr, wir hatten auch nichts. Wir hatten auch nur Fax. Und dann habe ich halt die Fragen dahin gefaxt irgendwie. Und tatsächlich 3 Tage später kamen die beantwortet zurück irgendwie. Und damit bin ich halt zur Frontpage gelaufen und habe gemeint, guck mal, ich habe ein Interview mit Underground Resistance. Und das wurde dann halt abgedruckt. Also ist es zustande gekommen. Okay, dann ist es jetzt sogar aufgelöst, weil es war noch in der Schwebe, ob es jemals abgedruckt worden ist. Ach, das war damals nicht so die Frage, weil man war ja froh um jeden Content, den man hatte eigentlich. Korrekt. Das war dann schon klar, dass es abgedruckt wurde. Ich habe ja auch für die Frontpage damals die Reviews geschrieben und so. Von daher lag es nahe. Sozusagen ist dann noch diese Detroit-Berlin-Connection gekommen, weil Dimitri hatte ich damals die Final Cut ausgeliehen und der fand die auch toll. Und darüber hat er dann Kontakt zu Jeff Mills gemacht und dann kam Underground Resistance darüber in den Tresor. Also hat sich damals dann eins als andere und so haben sich dann die Kreise geschlossen und so kam es dann. Die sind auch heute noch sehr fest, die Beziehungen. Also Dimitri schwört auch immer in jedem Interview noch auf das, was er damals so aus Interesse und Neugier, er hat ja auch sich interessiert für Musik und da sind feste Verbindungen entstanden, die noch bis heute resultieren. Das ist das Schöne. Also auch heute noch für Berlin. Ja. Tanit, hast du vielleicht sogar einen Titel von UR, den wir kurz hören könnten? Ein UR-Titel. Underground Resistance, ein Titel? Ich habe nichts verstanden. Ich habe noch gerade gespielt. Achso, okay. Sorry. Das war auch ein Projekt, genau. Und ich wollte eigentlich nach dem Track anschließen und das ist halt jetzt nochmal schön. Ja. Deswegen war mir die Geschichte jetzt nochmal sehr wichtig zu klären. War das zum Beispiel, als Underground Resistance, als sie zum ersten Mal im Tresor gespielt hatten. Vorher ist diese X101 rausgekommen. Darauf war das sozusagen der Promo-Gig für die X101. Und danach kam die Punisher raus. Also die kam ein paar Wochen, nachdem sie im Tresor waren. Und die war dann nochmal ein Stück härter. Und da hat man so gesehen, wie sich das eine das andere befruchtet hat. Also die Detroiter waren eigentlich nie so hart. Die hatten halt schon versucht, so ein bisschen so mit Underground Resistance so ein bisschen Public Enemy des Techno zu sein. Und dann waren sie im Tresor und haben halt gesehen, oh, es geht noch viel härter. Und dann kam diese Punisher-EP raus. Und die war halt so noch mal eins auf die X101 obendrauf. Und da hat so Tresor sozusagen Detroit befruchtet, so von dem, weil sie diesen Keller gespürt hatten. Und das ging dann wieder zurück in Tresor. Also so diese Berlin-Detroit-Achse, das war dann immer so eine gegenseitige Befruchtung, die sehr fruchtbar war, musikalisch. Ob wir das mal hören können? Die Punisher. Die Punisher vielleicht. Ach, das wäre sehr interessant. Hast du bestimmt drauf. Also was mich hier interessiert, um mal vielleicht die kleine Pause zu überbrücken, arbeitest du denn heute auch vorrangig digital oder wie machst du das? Ich mache heute alles digital, ja. Ich rauche digital, ich lege digital auf. Ich mache alles digital. Okay, ja, ist mir okay. Gut. Da haben wir es, ne? Ja, da ist er. Na dann.
Ja. Also das richtig schreit, auf die Fresse. Das schreit nach mehr, ne? Auf jeden Fall hier. Ja, also das war, also was mir heute auffällt, also die letzten 20 Jahre ist eigentlich so Techno immer ein bisschen ruhiger geworden. Und wenn ich das jetzt höre, finde ich es gegen den Techno, der heute wieder kommt, eigentlich fast harmlos. Das ist ein seltsames Phänomen, das die Pandemie mit sich gebracht hat. Irgendwie, dass der Techno wieder so hart wurde, dass die alten Sachen im Grunde heute softer klingen als damals. Ja, das hattest du ja vorhin kurz angesprochen, als wir uns draußen unterhalten hatten. Wahrscheinlich auch der Software und der ganzen neuen Technologien bedingt, weil du noch mehr Druck und noch mehr Bums mit Kompressoren reingeben kannst. Ich meine, die Jungs damals hatten ihre Geräte, die konntest du ja in der Hand abziehen, hattest du vorhin noch gemeint. Und heute ist das Universum, Musik zu produzieren, auch nochmal richtig groß. Und deswegen auch interessant, dass neue Künstler, wie du sie jetzt auch spielst in deinen Sets, immer wieder hervorkommen. Ja, also was du heute mit Bassdrums machen kannst, ist kein Vergleich zu einer 909, die einfach mal quasi ein bisschen komprimiert wurde. Was du heute mit Distortion und dann noch Side Compression sowas alles machen kannst, ist ja um einiges mehr als was du heute, also heute hast du halt Software, da kannst du ein Ding nach dem anderen drauf machen. Damals hattest du ein paar Geräte, die du halt miteinander verbunden hast. Ne? Wollen wir vielleicht zu den Publikumsfragen übergehen? Gibt es denn welche? Ja, gern. Also mich persönlich war an den Lutz gerichtet die Frage, wie habt ihr das denn geschafft, in eurer Bar einfach so viel Mucke zu machen über so einen langen Zeitraum, ohne dass ihr Probleme bekommen habt mit irgendwelchen Anwohnern? Oder ich wiederhole das ganz kurz, damit die Leute das am Stream auch mitbekommen. Also die Frage war, wie man über so lange Zeit in der kleinen Quelle laute Musik machen konnte, ohne Probleme mit den Anwohnern zu bekommen. Ja, also Polizei und Ordnungsamt waren täglich Gast bei uns, ne? Auch und auch andere Leute, ne? Und ja, Probleme sind ja, haben ja so eine Sachen, also ein Problem ist etwas, das kannst du nicht lösen, ne? Und deswegen musst du es ignorieren, ganz einfach. Entwaffnend. Holger, vielleicht im Chat gibt es da eine Frage. Ich habe jetzt nur Grüße aus der Landeshauptstadt und aus Leipzig auszusenden an die Runde. Und ansonsten aus Leipzig kam noch der Hinweis, dass es da auch ein 1000 Grad gab. Das hatten wir vorhin als Thema in einem A5-Format, war noch der Hinweis. Ja. Als Fanzin, T-Max, genau. So mäßig, ja. Ja. Habt ihr noch Fragen? Also, ja, gern. Ach, ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Das war damals, warst du jedes Wochenende irgendwo, weil das so eine Aufbruchsphase war. Und ich habe es einfach auf mich zukommen lassen und fand es sehr lustig hier. Also ich habe, Thomas kannte ich glaube ich schon von vorher, aus dem Hardwax oder so. Und wusste, ich komme nicht in ein ganz unbekanntes Gebiet. Und ja, habe es dann einfach auf mich zukommen lassen und es war sehr lustig. Also auch sehr chemisch lustig. Und, ja, also soweit ich mich erinnern kann, ging es ziemlich ab. Und es war jetzt kein Gig, wo man danach gesagt hätte, es gab es oft, dass man einen Gig hatte, wo man gesagt hätte, oh, hätte es auch sein lassen können. Aber das war es definitiv nicht. Und das ist das Faszinierende, was ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen habe, dass genau bei den Berliner DJs, also 4, 5, die ich vorhin aufgezählt habe, immer eine gute Erinnerung blieb. Und habe ich eine Anekdote, die mir genau in den Kopf jetzt kam, als Terrible vor 2 Jahren hier war, der meinte, Mensch, Tino, ich sag dir, woran das gelegen hat. Ich habe hier so positive Erlebnisse gehabt, mir wurde die Plattentasche getragen. Das ist mir in Berlin noch nicht passiert. Der ist aus dem Auto gestiegen und er wurde quasi hofiert. Und das hat man irgendwie toleriert und natürlich dann die Crew, die dazu getanzt hat und das Publikum, die dazu den DJs das nochmal gegeben hat. Das war nochmal interessant. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, Plattentaschen geschleppt zu kriegen. Du hast sie immer alleine getragen? Ich habe darauf bestanden, ja, weil ich mochte das nie, weil sich da Leute immer so aufgedrängt hatten. Und das hatte immer so dieses Gefühl von so, der will jetzt unbedingt ein Kumpel werden von einem bekannten DJ.
was ihm dann in seiner Szene so einen gewissen sozialen Aufstieg verleiht. Und da hatte ich nie Bock drauf, da irgendwie der Auslöser zu sein. So. Ja, und das war auch mal auch eine Charakterstärke von dir, Tarnet, auch gewisse Statements zu sagen. Ich streue nur mal ganz kurz ein, ist weit weg von Jena, Mayday Dortmund. Du hast dann irgendwann gesagt, stopp, mache ich nicht mit. Ich erinnere mich nur, Haus der Lüge von Einschütze Neubauten einfach mal als Intro gespielt, ist auch eine Ansage auf einer wie viel Watttausend Anlage in Dortmunder, das war in der Westfalenhalle. Und das ist noch heute zu erwähnen, dass du klare Statements hast und auch dich nicht verbiegst zu allen möglichen. Nö, weil man muss ja für sich selber Grenzen setzen, damit man morgen auch jetzt selber in den Spiegel schauen kann. Und wenn du dann irgendwie so merkst, du bist einfach nur noch so ein Maskottchen, das man auf ein Plakat draufschreibt, aber es setzt sich dann auf eine Zeit, wo alle anderen schon gespielt haben und wo die Fernsehzeit gerade aufhört und sowas, dann merkst du, da läuft irgendwas komisch und sie sprechen nicht mit dir. Ich hatte ja bei der Medien vorher gesagt, ey Leute, wir müssen reden, hier läuft irgendwas komisch, keine Zeit, kein Bock und so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann war es halt. Also man braucht nicht immer alles mitmachen, man soll eher... Also es ist auch so ein Ding, das ich den Jungen immer mit auf den Weg geben will, wenn man eine langfristige Karriere planen will, dann muss man sich nicht immer nach dem richten, was am meisten bringt, sondern wo man am meisten Spaß dran hat, weil sonst steht man es nicht durch. In diesem Sinne. Habt ihr noch Fragen oder auch im Chat? Nein, da ist noch eine. Ja. Ja, genau, es ist ja schon angeklungen, so der Aspekt Party and Politics. Und ich habe mal ein Zitat mitgebracht, das ist nicht aus Jena. Fluchtkultur ist alles, was die Nazis nicht sind und was sie hassen. Wir sind progressiv, queer, feministisch, antirassistisch, inklusiv und haben Einhörner. Das ist ein Zitat aus einem Redebeitrag der Demo, halt Hauptsache es knallt, keine halben Sachen, AfD wegwaschen. Jahr 2018 in Berlin, da waren 20.000 Reifer auf der Straße und haben ganz klar Beleg dafür abgelegt, dass eben elektronische Musik schon ganz schön einen politischen Aspekt hat. Deswegen so die Frage an euch, wie politisch ist Techno bzw. war und muss es sein und das auch außerhalb des Dancefloors, sondern darum, wenn es auch darum geht, gesellschaftliche Freiräume zu erhalten und auch zu erkämpfen. Ich wiederhole das schnell mal, damit auch die Videoleute das mitbringen. Also die Frage nach, wie politisch ist eigentlich Clubmusik und darf sie denn eigentlich sein? Kurz zusammengefasst. Wer möchte dazu was sagen? Ja, Xenia. Also ich glaube, dass ein Club, der quasi der einzige Raum auf diesem Planeten ist, wo eine derartige Diversität gewünscht wird auch. Also wo man, egal wer man ist, wo man herkommt, wie man aussieht, es völlig egal ist, dass es der einzige gesicherte Ort ist, quasi um eine Nacht durchzufeiern und wo es eben nicht darum geht, wer man ist, sondern dass man gemeinsam Spaß hat. Und das ist halt etwas, was einzigartig ist und was auf jeden Fall auch erhaltenswert und auch auszuweiten wäre. Also das ist wirklich das, was mich auch immer wieder an diesen Partys fasziniert, dass man sein kann, wie man ist und ja, dass es da völlig egal ist. So, das ist halt wirklich auch ein Statement. Das gibt es so, glaube ich, nirgendwo. Also so habe ich es nie irgendwo anders gefühlt. Für mich ist ein Club genau der einzige gesicherte Ort für diese bunte Diversität. Interessant, in dem Zusammenhang finde ich auch, dass es mittlerweile in Clubs so Diversity-Crews gibt, die sich nur darum kümmern, dass im Endeffekt jeder berücksichtigt ist, jeder seinen Raum hat und auch wenn es irgendwelche, sage ich mal jetzt, sexuellen Übergriffe gibt zwischen Männer, Frauen oder Männer, egal, dass die einen Ansprechpartner haben. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt was Neues oder gab es das früher auch oder hat es früher überhaupt keinen interessiert? Nee, das Paradoxe ist ja zum Beispiel, dass Techno politisch sein muss, um unpolitisch zu sein. Weil du musst bei einem Club eine Auswahl machen, damit die Leute, die da drinnen sind, sich sicher fühlen. Du kannst jetzt nicht irgendwelche Hakenkreuzträger in den Club lassen, wenn du da Transen, Schwule, Farbige, alles Mögliche drin hast. Da kann einer oder zwei davon drinnen sein, die die ganze Party kaputt machen können. Also musst du diese Leute automatisch draußen halten, die die Party kaputt machen können. Und dem im Moment wird schon technopolitisch, obwohl er eigentlich nicht politisch sein will.
Ich hatte in den 90ern zum Beispiel in Ecke das Problem, da waren ziemlich viele Hooligans drin, also von so BFC-Hools und so weiter, die aber dann kapiert hatten, okay, hier ist ein Space, hier ist alles erlaubt, da ist alles, was da draußen gilt hier nicht. Das ging auch so eine Weile lang gut, solange sie ihre Ecstasys hatten, aber in dem Moment, wo die dann irgendwie davon weg waren oder dann auf andere Sachen umgeswitcht sind, war das schon wieder vorbei. Da konntest du dich nicht mehr an der Tür einsetzen oder du konntest sie nicht mehr in den Club reinlassen, weil die anderen dadurch Angst haben mussten, dass die halt wieder in ihre alten Muster zurückfallen. Da musstest du also auch politisch werden und denen sagen, nee, ihr könnt jetzt hier nicht mehr rein, wodurch bei meinem Benz damals alle Scheiben kaputt gegangen sind. Weil man dann halt sagen, ja, muss man halt Konsequenzen ziehen. Und in dem Sinne, es ist immer schwer zu erklären, warum das politisch ist, weil das ist ja nicht irgendwie dieses Parteipolitische, sondern es ist halt eine Politik, die einen freien Space, oder dass Leute sich frei fühlen können, überhaupt möglich machen, wie so eine Burg quasi. Da kommt auch nicht jeder rein, damit die Leute sich da drinnen irgendwie entfalten können. Heißt das im Umkehrschluss, dass eigentlich die Türpolitik oder das Dresscode-Management, sage ich jetzt mal, eigentlich in den Club verlagert wurde? Also heute gesehen, eben genau mit diesen Diversity-Codes. Ich hoffe, das ist kein Dresscode bei Diskotheken. Also das ist eher so ein was ich musste mal früher auf so eine Front-to-for-to-Promo-Veranstaltung im Dorian Gray und war halt komplett in Camo. Und da kam ich an die Tür und der meinte irgendwie so, ja, du kommst hier nicht rein mit den Klamotten. Ich so, die Band, die darin spielt, hat die gleichen Klamotten an wie ich. Also das ist Dresscode, weißt du, also dass du wegen Schuhen oder sowas nicht reinkommst. Das finde ich verkehrt bei einem Club. Aber wenn du halt merkst, irgendwie Leute wollen stressen oder sie passen halt irgendwie vom Habitus nicht in den Laden rein, dann muss man schon sagen, okay, das passt heute halt nicht. Das heißt ja auch nicht, dass es für immer sein muss, aber für diese Veranstaltung passt es dann halt nicht. Morgen ist eine andere Veranstaltung, vielleicht passt es dann. Aber die Verlagerung, ja klar, also die erste Hürde, in den Club reinzukommen, war schon immer die Tür. Deswegen heißt es ja Club. Okay, noch eine Frage? Chat? Im Chat gab es noch die Frage, ob es früher auch eine Open-Air-Szene gab in Jena, also zu den früheren Zeiten. Tino? Also kurz, wenn man Panzerplatz erwähnen kann, auch eine Art Open Air gewesen. Faktisch, ich überlege, ich habe meine Sozialisation nur an Gebäuden, Bunkern und irgendwelchen Häusern gehabt. Ich erinnere mich dann nicht an irgendwas draußen, also dann vielleicht so Ende 90 auf jeden Fall, aber nicht eher. Es kann sein, dass da noch ein Hinweis irgendwie kommt, aber... Also illegale Raves gab es auf jeden Fall, ja, wie schon erwähnt, mit Notstromer und auf jeden Fall. Aber so direkt eher Panzerplatz, diese Geschichten. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir sind mit der ersten Runde rum, machen eine kleine Pause und hören uns gleich wieder. Danke. Okay, vielen Dank. Kriegen wir die Mikros? Ah, sehr gut. Eins, zwei. Ja, herzlich willkommen zurück. Du 30 Jahre Techno, nee, Haus und Techno in Jena. Da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass das diese Reihenfolge ist. Zur zweiten Runde. Und ich hoffe, an den Streaming-Geräten sind auch wieder Leute dabei. Und ja, wir beschäftigen uns jetzt so ein bisschen mit der mittleren bzw. der neueren Epoche in Jena und der Szene. Und dazu haben wir uns auch wieder tolle Gäste eingeladen. Und als erstes möchte ich Sarah Wild hier begrüßen, Jenenserin, mittlerweile Wahlberlinerin und seit 2017 auch als DJ bzw. Produzentin unterwegs. Kommt aus einer Musikerfamilie. Der Olli Jahn ist Frontmann, sage ich jetzt mal, von der berühmten Jena Band Los Banditos. Sie spielt selber Klavier und Saxophon. Und herzlich willkommen, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend. Ein weiterer Jenenser neben Sarah ist Felix Flowerstone, aber mit bürgerlichem Namen Blumstein, Felix Blumstein. Als Synonym quasi hat er mehrere Worte in petto. Also er fungiert unter Fevila.
Früher auch in der Tech-House-Kombo Akusfil tätig oder auch immer noch, wird er uns dann erklären. Slow Revolt und 2011 hat er den Biotop e.V. mit Leuten gegründet und ist quasi sehr aktiv, was so, weil wir es vorhin hatten, auch die Veranstaltung draußen Open Air betrifft. Und als Dritten im Bunde Jeremias Künstler, a.k.a. Ark, kommt eigentlich aus Osmanstedt bei Weimar, ist das Mekka für elektronische Musik und ist Mitglied bei Biotopt in dem Kollektiv und bei Kopfpnüx, wenn ich es jetzt richtig ausgehe. Kfpnüx, jawohl. Kfpnüx. Er wird auch dann nachher noch erklären, was sich dahinter verbirgt. Ist seit circa Mitte der 2000er mit elektronischer Tanzmusik in Berührung gekommen, war Resident im Manga-Club hier in Jena, im Klangkino Gebesee. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ein weiterer junger, wilder Mann, auch in Jena geboren, tatsächlich, Julian Gimper. Vielen wahrscheinlich jetzt bekannt durch den Laden in der Wagnergasse. Ich weiß gar nicht, welche Nummer, aber es ist links neben 25. Dem, sehr gut. Links neben dem Café Wagner. Nicht nur einfach ein Laden, das ist ein Treffpunkt, ein Austauschort für DJs. Man kann Klamotten kaufen. Ja, also so ein bisschen Klimabar 2.0 halt mit noch mehr Wert oder auf Materialien. Mal schauen, was wird. Er ist sozusagen auch zurückgekehrt. Er war lange Zeit in Ingolstadt und war früher schon sehr viel auf Muna-Partys und hat da so seine Rave-Jugend erlebt und ist dann ungefähr 2020 wieder zurückgekommen nach Jena, ja. Und hat dann auch aktiv in der Muna mit, war aktiv oder ist immer noch aktiv im Muna-Umfeld eingebunden. Das heißt, alles, was ja, zur Muna gehört, auch Ideenentwickler, Koordinator, Motivator und so weiter. Das wird er uns dann später erzählen. Naja, ist ein bisschen übertrieben. Also wir sind da eigentlich alle irgendwie, was wir wollen so. Ja. Ne? Okay, machen wir noch einen kurzen historischen Abriss. Also währenddessen wir jetzt bei den 90ern und Anfang der Nullerjahre waren, wo man gemerkt hat, okay, das war alles noch sehr organisch, es war gemischt mit den einzelnen Stilen, es wurde alles querbeet gespielt, ging das dann mit den Nullerjahren los, dass sich so einzelne Szenen und Parteien, sage ich jetzt mal, hier etabliert haben. Anfang der Nullerjahre hat sich hier sehr eine Musikrichtung durchgesetzt, die sich dann Disco bzw. French House nannte. Und da hatten sich dann einzelne Crews auch gebildet und vor allen Dingen auch Clubs. Und da ist zum einen der Flux in Weira, das ist ein Ort hier gar nicht so weit weg von Jena. Das war das Mekka für alle Disco House oder French House Liebhaber. Diesen Club gab es von 98 bis 2003 ungefähr. Dann das Kinski hier in Jena, das war an der Stelle, wo heute der Titty Twister ist, für alle, die das wissen, war auch in Mekka in der Johannesstraße und ist dann später auch zum Klinikum geworden. Das ist dann in der Wagnergasse hinten gewesen. Das war ein Waschsalon mit angegliederter Bar und dort haben auch regelmäßig DJs aufgelegt. Unter anderem gab es dann eben auch Veranstaltungen wie zum Beispiel das Pink Pony. Das war eine regelmäßige Veranstaltung, die der Chris Delay mitgemacht hat und hat dann später daraus auch ein Label gegründet namens Anyjack Records, das es seit 2004 ungefähr gibt und immer noch fleißig Platten rausbringt. Und dann später noch 2007 der Mikroclub um Tom Lorraine, der dann eigentlich so aus dem Kinski-Umfeld rausgekommen ist. Und Mitte dieser Nullerjahre ist dann eben auch der Manga-Club aufgetaucht. Und hat die Leute, die Minimal liebten und bis heute ihn vielleicht sogar lieben, diese Musikrichtung befruchtet und vor allen Dingen unterstützt. Da sind dann so Platten rausgekommen, wie so Künstler wie John Tejada oder Matthew Johnson, solche Künstler, die diese Szene angefeuert haben. Aber vielleicht kann der Remi, der im Manga-Club Resident war, ein bisschen was dazu erzählen. Ja, also die Mitte Nuller Jahre, das waren so meine Anfangsjahre überhaupt vom Feiern gehen, also frisch 18 geworden und die Clubs, die du jetzt erwähnt hast und in denen wir hier sitzen, also so Manga, Locker in Weimar, hier ist Mikro dann oder auch das Kassa waren so die Clubs, wo man dann jedes Wochenende hingegangen ist, dann teilweise auch zwei, drei Clubs am Wochenende und ja, mein Lieblingsclub war schon so der Manga-Club.
Das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe mit Auflegen. Und das war auch die Musik, die mich so geprägt hat. Es war so eine Mischung aus House und Minimal. Also ich hätte mir jetzt, glaube ich, auch nicht die ganze Nacht Minimal anhören können, aber das war halt angenehm, wenn da beides lief. Und ja, also so damalige Künstler, wenn man jetzt so an Cocoon denkt oder Meines oder so, das lief halt da jedes Wochenende und dann wusste halt, okay, selbst wenn ich jetzt als 18-, 19-Jähriger die DJs jetzt nicht kenne, weiß ich, dass da trotzdem gute Musik kam. Und ja, irgendwann habe ich den auf einem Open Air in Melling, also hier in der Nähe, habe ich den Booker kennengelernt, den René vom Manga. Und damals war es noch so, es gab keinen Soundcloud oder so, das war noch nicht so digitalisiert wie jetzt, sondern ich habe halt mega viele Platten gekauft und jede Woche eigentlich eine CD aufgenommen. Immer so 60 bis 80 Minuten und am Anfang nur für Kumpels gebrannt und irgendwann war das halt so, das hat sich herumgesprochen und dann haben die mich halt auf ein paar Mal gefragt nach CDs und irgendwann habe ich halt dem René auf einem Open Air in Melling nachmittags 14 Uhr bei 5 Gästen oder so, mal so eine CD in der Hand gedrückt und er hat das auf dem Heimweg gehört und hat mich dann eingeladen. Und da war auch eine Nacht, die war auch minimalistisch eigentlich, stimmt schon. Da hat Violet gespielt aus Argentinien, genau, und SR 303 in Live-Act. Genau, und da durfte ich war mega aufgeregt, weil es halt mein Lieblingsclub war und es war dann 2009, durfte ich dann da spielen. Zum Glück ist sogar der letzte Act ausgefallen und ich durfte dann auch nochmal, also nicht nur das Warm-Up spielen, sondern auch das Closing. Und hat sich dann so entwickelt, dass ich dann auch dort Resident geworden bin und sogar die letzten 2 Jahre das Booking mitgemacht habe. Und ich sag mal, mit der Musikentwicklung hat sich halt auch das Minimalistische ein bisschen zurückentwickelt, was das Booking anging. Und war dann eher technoid und hauslastig. So die letzten Jahre. Es ging ja bis 2015, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ja. Genau. Ich habe eine Platte mitgebracht, die genau aus dieser Zeit kommt. Genau, spiel mal. Aber es ist keine minimalistische Platte, sondern es ist genau das, was ich meine. Das ist eher eine Hausplatte und die erste Platte, die ich gekauft habe in der Richtung von Sören und Gabor von Wynonie Brothers. Leg los. Hau rein. Ist nicht der erste? Ja. Warte mal, von nur drin oder draußen jetzt? Und umstecken müssen. Kann man sich so einen Manga-Abend vorstellen? Es kommt drauf an. Es kam auf den Abend drauf an. Es war echt divers. Es gab Hausabende, es gab minimalistische Abende, es gab Techno-Abende, es gab Abende, an denen es musikalisch halt einfach auch mal variiert hat. Also das waren auf jeden Fall auch Lieder, die da in der Zeit liefen, ja. Dann wahrscheinlich eher am Anfang, würde ich jetzt mal sagen, zu einem Warm-Up-Set, weil mitten in der Nacht ging es dann doch meistens noch ein bisschen härter zur Sache, ja. Der Manga-Club war ja in der Prüssingstraße in Lobeda. Wie würde man den normalen Clubgänger aus dieser Zeit für den Manga beschreiben?
Das ist eine gute Frage. In Jena, wenn man in Jena feiern geht, denkt man ja eher so ein bisschen an so ein jüngeres, studentischeres Publikum. Das war es nicht. das ist echt. Wo das so losging, also mit meinen 18 Jahren, habe ich mich auch gerne mit Leuten umgeben, die, naja, vielleicht ein bisschen derber und aggressiver waren. Auch solche Leute hat man dort getroffen, deswegen hat er das Manga dann irgendwann halt auch bei vielen Jenensern und JenererInnen ein bisschen einen schlechten Ruf, weil es halt auch, wenn ich das jetzt mal nachvollziehe, zu oft Aggressivität dort gab. Dort gab es halt auch mal Abende, wo ein Headliner aufs Maul bekommen hat. Was halt gar nicht geht. Also jetzt aus heutiger Sicht würde ich da wahrscheinlich sogar als Gast überlegen, ob ich da hingehe, wenn ich das wüsste. Damals war mir das egal, aber ja. Aber es war sehr gemischt. Es gab mega junge Leute, es gab ältere Leute, so um die 40. Es gab, glaube ich, keinen typischen Manga-Gänger, würde ich jetzt mal so behaupten. Also es war auch schon damals auch schon trotzdem divers. Ja. Ich würde mal rüberschwenken von dieser Aggressivität und dem ganzen Testosteron hin zum auch zur selben Zeit Aspekt, wir gehen raus in die Natur, stellen Soundsystem auf. An Felix die Frage, 2011, Biotop TV, was waren denn die Beweggründe genau zu sagen, wir machen das jetzt mal anders, wir gehen raus. Gab es da eine Inspiration oder ja? Also bei mir war so 2009, glaube ich, ein ganz wichtiges Jahr, weil Abi gemacht und die beste Freundin nach Berlin gezogen. Und da ging das eigentlich los, dass ich dann mit meinem auch damals besten Kumpel regelmäßig hochgefahren bin. Also teilweise alle 3 Wochen waren wir da oben und haben dann da auch über sie so ein bisschen das Feiern dort kennengelernt. Das erste Mal war 25 gewesen, mit 18 so. Wir hatten ihre Klamotten an, damit wir überhaupt reingekommen sind, weil da eigentlich relativ strikte Tür, aber 21. Und tatsächlich der erste Abend dort in der Bar 25 war für mich ein ganz bewegender Moment, weil diese Art und Weise, wie die Menschen dort miteinander umgegangen sind, das war halt was, das hatte ich noch nie erlebt. Also so total fremde Leute, die so nett sind und freundlich und innig und also was man nicht nur im Club nicht erlebt, sondern was man einfach in der Gesellschaft auch nicht erlebt. So, und ja, ich glaube, das hat mich ganz stark geprägt, weil ich gedacht habe, okay, egal was hier abläuft, so, wenn es mehr davon gibt, ist auf alle Fälle die Welt ein besserer Ort. So, und ja. Ja, und so ging das los und dann hat sie da oben auch ein Partykollektiv gehabt, die haben ein paar Partys organisiert, haben wir mitgemacht. Da war dann auch die Open-Air-Zeit in Berlin viel, also das war noch so ein bisschen, bevor das mit den Festivals losging, gab es noch mehr Open-Airs. So, vielleicht kennst du vielleicht auch noch so Restrealitäten, so Webseiten, wo man sich dann irgendwie so diese illegalen Open-Air-Spots, wo man sich anmelden musste und dann hat man da so die Infos bekommen und ja, das war voll geil und das wollten wir auch machen in Jena. Und gleichzeitig ein bisschen was von diesem Gefühl mitnehmen, weil wir kannten so die Läden, die Remi beschrieben hat, so Fifth Club, Uma, da wo halt so das Publikum auch ja, viel auch schwierig war, so, wo man auch irgendwie oft Stress hatte und es war halt ganz und gar nicht liebevoll. Dann gab es das Casa, wo halt viel so auch durch das Label einfach die Musik ganz zentraler Aspekt war und eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, wo aber halt so dieses Miteinander, glaube ich, vor dieser Kunst der Musik so ein bisschen zurückgesteckt hat und das Feiern war so ein bisschen zugeknöpfter irgendwie. Also man hat zwar keine aufs Maul bekommen, aber umarmt hatte ich auch keiner, würde ich mal sagen. So, vielleicht war schon cool, aber wir fanden das irgendwie auch nice, so, dass es halt noch ein bisschen extrovertierter gehen kann, das Feiern und gleichzeitig irgendwie auch mit einer liebevollen Komponente. So. Und das haben wir versucht so ein bisschen umzusetzen. Wenn du sagst wir, das war dann eine Gang, Freunde, wie viele Leute, weil das muss man dann auch erstmal schaffen zu sagen, okay, wir bauen das jetzt in Jena auf. Wie gesagt, Markus und ich, wir hatten das so ein bisschen mitgebracht aus Berlin, haben gesagt, komm, lass das auch mal machen hier in Jena und dann hatten wir hier einen relativ coolen Freundeskreis, der nach kurzen Überredungskünsten natürlich, weil war ja klar, wir machen jetzt erstmal was Illegales so, dann auch dabei und dann haben wir das gemacht und dann war das erste Open Air oben Jena Forst. Leider im Naturschutzgebiet, das war mir noch nicht so gut durchdacht, ne? Nicht so gut recherchiert. Dann kam auch relativ schnell der Förster und hat die Sache beendet, unter Androhung von Strafe.
Die Szenerie endete dann so, dass irgendwie alle 40 Leute, die da waren, so im Kreis um den Förster rundherum standen und ihn versucht haben, irgendwie zu besänftigen, was auch so halbwegs funktioniert hat. Und dann, ja, aber da waren noch so 40, 50 Leute da und dann haben wir die nächste Veranstaltung gemacht. Das war dann am Burgauer Weg, da in diesem kleinen Birkenwäldchen. Und es war nach wie vor alles nur Mund-zu-Mund-Propaganda und eigentlich so nur der Freundeskreis plus die Leute, die halt Bock haben zu kommen. Und dann haben wir dort die zweite Biotop gemacht und keine Ahnung, so, da kamen auf einmal immer mehr Leute an. Es waren so viele Fahrräder irgendwie im Weg. Man kam gar nicht mehr auf den Spot drauf und da waren auf einmal bestimmt 200 Leute und wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Ne? Und ja, dann ab dem Zeitpunkt irgendwie war die ganze Sache so ein Selbstläufer. Dann kamen immer mehr Leute dazu, die gesagt haben, ey, wir finden das voll geil, wir wollen mitmachen. Und die Crew ist gewachsen und gewachsen und... Ja, und irgendwie hat das auch mit diesem harmonischen Miteinander geklappt. Ich weiß gar nicht, wieso. So, hätte ja auch anders kommen können. Wir hatten ja nie eine Tür. Ne? Wir waren ja immer draußen, wir hatten ja nie eine Tür. So. Aber trotzdem haben wir es geschafft so, und schaffen es irgendwie glücklicherweise auch heute noch, so die richtigen Leute halt anzuziehen und da diesen Stress uns vom Hals zu halten. Ja, also Klopf auf und so. Sarah, wie ist es dann in Berlin? Also das ist ja mehr schon ein bisschen das Gegenstück. Oder beziehungsweise Kater Blau, Bar 25, hat ja Felix auch gesagt. Du hast dort gespielt. Hast du das dort auch so empfunden? Also das kann man jetzt, glaube ich, nicht ganz so allgemein sagen. Also es gab natürlich Veranstaltungen, wo ich auch ein großes Miteinander gespürt habe. Aber in den letzten Jahren hat sich das auch in ein bisschen technischere Richtung entwickelt, hatte ich so das Gefühl. Generell in Berlin war irgendwie auch so ein bisschen ja, der Höhepunkt vorbei. Gefühlt, also in vielen Läden. Und im Kater Blau ging es dann auch eher so technisch zur Sache, würde ich sagen. Also in der Bar 25 war es noch was ganz anderes. In der Bar 25 kam man rein und da hatte ich auch genauso diese Emotionen, die auch Felix gespürt hat. So dieses, oh mein Gott, das ist eine andere Welt. Hier sind alle beisammen, irgendwie alle akzeptieren sich gegeneinander. Hier ist ein Typ, der hat irgendwie ein Nonnenkostüm an, aber ist total cool. Und irgendwie war das so, es war einfach alles erlaubt da. Und das war im Kater nicht mehr so, also nicht mehr ganz so frei. Also ich hatte auch das Gefühl, ja, viele Freaks haben sich da so ein bisschen von zurückgezogen in den letzten Jahren und sind dann lieber in andere Clubs gegangen, wo es dann vielleicht ja, wieder ein bisschen offener von der Emotion her war. Und ich weiß nicht, es entwickeln sich halt einfach alle Sachen immer weiter und im Kater hat sich halt eben auch entwickelt und wurde dann, ja, glaube ich, wieder eine andere Sache, die jetzt auch nicht schlecht war, aber eben halt nicht mehr diese Bar 25 Liebesgeschichte. Ja, die Bar 25 ist ja auch eigentlich aus so einem Künstlerkollektiv hervorgegangen, wo alles mit natürlichen Mitteln gebaut wurde, alles aus Holz, was ja ihr bei Biotop auch versucht zu machen. Also alles aus der Natur zu nehmen, aber gleichzeitig auch wieder dort zu belassen. Ja, also wir versuchen auch so ein bisschen diesen Nachhaltigkeitsaspekt mit einzubringen. Das war irgendwie von Anfang an auch so ein bisschen das Ziel. Wir haben festgestellt, wir hatten natürlich immer wechselnde Locations für die Partys, weil man musste ja auch anschauen, so Anwohner ist immer ein Riesenthema. Ne? Und wir haben ganz viele so Leute kennengelernt, die, glaube ich, das erste Mal irgendwie in diesen Orten waren, ne? Die schon eine ganze Weile hier in Jena studiert haben und die dann vielleicht mal so diese Standard-Ausflüge mal zum Napoleonstein gemacht haben, aber eigentlich so viel von der Umgebung gar nicht gesehen haben. Und das war dann immer ganz schön zu sehen, dass die dann auch mal wieder irgendwo anders hinkommen. So. Ich weiß noch, eine Party im Forst, die war auch mega geil. Da musste man tatsächlich eine Stunde durch den Forst laufen, um da hinzukommen. So. Übrigens allerbester Partyfilter, besser als jede Tür. Ne? Eine Stunde durch den Wald laufen, jeder, der darauf Bock hat. So. Das ist auf alle Fälle ein Gast, den man haben möchte. Ja, und vor allen Dingen auch den Leuten dadurch auch nochmal so ein bisschen ganz lebensweltlich bewusst zu machen, wie toll Natur ist. Ne? Also jetzt nicht dadurch, dass ich jetzt mit der Oma mal ums Eck laufe, sondern ich mache immer eine geile Party in der Natur und dann ist natürlich auch geil, wenn die Natur dann im Nachhinein wieder so aussieht wie vorher und deswegen wird ja bei uns am Ende auch immer zusammen aufgeräumt. Das hat sich bis heute durchgesetzt, also dass die Leute am Ende die Party aufräumen. Wir hatten schon Partys, da wurde vorher angefangen aufzuräumen, da war die Party sauber, als die Mucke aus war. Also auch da kann ich immer nur wieder sagen, so, ich habe das Gefühl, so die Liebe, die man reinsteckt, so, die haftet irgendwie auch der Party, die haftet den Dingen an und das nehmen die Leute auch irgendwie wahr. So, das nimmt man irgendwie auf und kriegt das dann auch zurück und das ist auch immer ein ganz tolles Gefühl, wenn das so eine Resonanz hat, das, was man tut.
Remi, du hast im Endeffekt ja auch noch eine Parallel-Crew, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Richtig. Ich bin ja selbst Mitglied auch bei Biotopt und zusätzlich auch noch beim K5NYX-Kollektiv in Erfurt. Der Name ist ein bisschen speziell, aber der ist relativ leicht erklärt. Also das KF am Anfang steht für Klein und Fein, das ist ein Kollektiv, eine Crew aus Bad Langensalza, und PNYX, P-N-Y-X, steht, das ist griechisch und das war, ist ein Hügel in Athen oder Nähe von Athen, an den haben sich früher die Leute, ich glaube, am Sonntag getroffen und haben dort die direkte Demokratie im Volksentscheid sozusagen ausgelebt. Und das zusammen, Klein und Fein, KF und PNYX, KF PNYX, deswegen kommt der Name zustande. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild dafür, was man hat, wenn man an solche Kollektive denkt, die wir hier gerade beschreiben oder an denen wir uns befinden. Weil da gibt es halt keine harte Hierarchie, wo es halt ein, zwei Chefs oder so gibt. Klar, es gibt für gewisse Bereiche immer mal Leute, die Verantwortung übernehmen, aber trotzdem ist das immer eine kollektive Entscheidung. Oft gibt es dann auch Vereine, da gibt es Versammlungen, Abstimmungen, dann gibt es auch alleine in den Gruppen, also wie oft man irgendwelche Umfragen macht oder irgendwelche Abstimmungen macht, es ist halt einfach eine Art täglich Brot und das gehört einfach dazu und ich finde das gut. Also ich bin ja selber den Weg sozusagen gegangen von den ersten 10 Jahren relativ funktionelles Auflegen, so direkte Clubkultur und Residentschaften hin zu so einer Art und Weise, weil ich das einfach viel wärmer, emotionaler, schöner finde. Ja. Kollektiv, Stichwort, Hügel, Wald. Ich schwenke mal um zu einem Club, der auch für die Jenenser und Jena hier sehr wichtig war, die Mona. Und da hatte Julian dann seine Zeit, als er dann quasi, ja, in der Jugendzeit war das, Julian, oder? Ja, genau. Also wir hatten da halt in dieser dörflichen Gegend irgendwie auch nicht so die große Auswahl und man war mal irgendwie in Gera oder so, in Trash oder irgendwas, aber das war irgendwie alles so, eher so ist man mit einem unguten Gefühl nach Hause gegangen und dann war man halt irgendwie auf der Muna, ist da hingelaufen mit seinen Kumpels, hat vorher noch einen gesoffen und da waren dann halt irgendwie Bässe so hoch wie man selber, die einen irgendwie da weggebasst haben und das war dann der Punkt, wo ich dann auch so ein bisschen, also schlussendlich richtig angefixt war so von der Sache. Und da wusste ich dann auch, dass ich da irgendwann irgendwie am Start sein möchte. So. Genau. Was sind denn so innere Beweggründe zwischen Konsument, ich feiere die Musik, und aktiv zu werden? Das ist ja bei dir besonders primär, was ich sehe. Gab es da eine gewisse Inspiration, einen Schalter, wo du gesagt hast, ich möchte genau wie Felix auch mit seinen Dudes da was anpacken, was verändern? Also ich bediene irgendwie gerne Sachen so. Also ich so als Kind hat mich mein Vater irgendwie immer mal in seinen Bagger mitgenommen oder so. Dann habe ich irgendwie Flugzeuge für mich entdeckt, bin dann auch Flugzeugmechaniker geworden und Segelflieger als Hobby und so. Und ich drehe gerne an irgendwelchen Knöpfen rum und sowas und mache irgendwie was. Und genau, deswegen kann ich nicht einfach nur rumstehen und immer wieder abzappeln, sondern hab dann einfach irgendwie Bock, selber was zu machen. So. Und das ist eigentlich der Grund dieses Machens und genau, auch immer wieder irgendwie Widerstände überwinden und so. Ja. Ich würde sagen, das ist Zeit auch für Musik. Einfach mal einen Track reinzuhauen, Julian, vielleicht der für dich auch wichtig war jetzt an dieser Stelle? Ja, also ich meine mal, Haus ist ja ziemlich präsent und ich habe jetzt hier mal, also gerade so in dieser Gegend und deswegen habe ich mal einen House-Track rausgesucht, der mir irgendwie gefällt, weil er sehr warm ist und gleichzeitig halt auch untenrum schön drückt, sage ich immer so. Das gefällt mir halt gut. Und damals habe ich irgendwie mir immer so Interviews reingezogen und so, hier von den KünstlerInnen aus der Region. Und da war halt zum Beispiel auch der KKK-Karten. Hallo Matthias, falls du zuguckst, ich weiß es nicht. Dabei und der hat halt so Namen aufgezählt: Carrie Chandler, Masters at Work und sowas. Und deswegen habe ich jetzt mal was von Carrie Chandler mitgebracht, Oblivion. Und da sagt er auch im Track, House Music is a true music, you can't lie to House Music und so. Und das ist realer, deeper Scheiß und das feiere ich halt. Und deswegen habe ich den rausgesucht. Los geht's.
Ja, aber früher immer ziemlich lang die Tracks, ne? Mona ist wirklich ein gutes Stichwort, hatten wir ja heute schon ein paar Mal, auch an Sarah, du hast da ein paar Mal gespielt und ich glaube, du bist auch früher dorthin gegangen. Ja, also die Mona war so für mich gefühlt der erste große Club, in den ich gegangen bin, weil ich bin ja auch sozusagen in Jena aufgewachsen und war dann immer früher bei der Schönen Freiheit im Kassa und auch generell immer bei allen Elektronächten im Kassa. Und dann irgendwann war ich auf der Mona mit 18 dann, als ich dann da endlich rein durfte. Und das war für mich wirklich eine tolle Erfahrung. Ich war dann auch wirklich sehr oft da. Also ich glaube eigentlich jedes Mal über Jahre hinweg war ich auf jeder Party und es war jedes Mal einfach super. Und genau, es waren so meine ersten großen, ja, großen Clubnächte. Genau. Aus der Mona sind natürlich auch große Leute hervorgegangen. Also Matthias Kaden wurde hier schon mal angesprochen. Der hat dort seine Sporen verdient. Ist dann auch Booker dort geworden und hat hier im Casablanca auch die Klanglauf gemacht, die Reihe. Und ja, Tino? Da ist in meinem Kopf auch eine Begegnung, die auch persönlich Sarah betrifft. Und zwar habe ich dich auch in Berlin wieder wahrgenommen. Wir haben uns getroffen. Und du hast damals, es war so 2011, 12, hinter der Bar im Ritter Butzke gearbeitet. Und was mich immer interessiert hat, wie dann der Schritt ähnlich wie bei Julian auch, gewesen ist, aktiv zu werden. Und bei dir ist es dann auch direkt so gewesen, in die Musik einzusteigen, als DJ und sogar als Produzentin. Und das würde ich gerne mal wissen. Also ich bin ja sowieso Musikerin von Grund auf. Ich spiele Saxophon und Klavier und hatte schon immer viel mit Musik zu tun und habe auch am Anfang schon 2009 hier mit Oliver Süßholz, glaube ich, hieß der, damals Saxophon-Performances gemacht. So für einen kurzen Zeitraum, es war wirklich nicht so lang und dann irgendwie, genau, bin ich dann nach Berlin gezogen und habe dann erstmal im Club gearbeitet und habe dann da auch einen anderen DJ kennengelernt, mit dem ich dann auch zusammen Musik gemacht habe und Auftritte hatte und so. Und irgendwann haben wir uns dann schrecklich zerstritten und dann dachte ich, so jetzt mache ich das einfach alleine. Und genau, dann habe ich einfach damit angefangen, erstmal auch Veranstaltungen zu machen in verschiedenen Clubs und so weiter und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich lege jetzt auch auf und genau, habe dann einfach sozusagen mich komplett selbstständig gemacht und dann auch immer mehr Zeit in die Produktion gesteckt, immer mehr Zeit im Studio verbracht, dann 1000 Kurse belegt, dass ich das endlich lerne. Genau, und jetzt mittlerweile auch schon mehrere EPs rausgebracht. Aber es ist ja auch ziemlich schwer, in so einem Haifischbecken wie Berlin sich durchzusetzen. Gab es da bestimmte Momente? Du wurdest ja dann auch auf speziellen Partys gebucht, auch mit sehr viel LGBT-Publikum und du hast auch ein sehr großes Standing, genau, in der Queer-Szene. Ist das auch so, so ein Klickpunkt gewesen, dass die dich so ein bisschen auch gepusht haben in der Zeit oder gab es andere Klickmomente? Also für mich war es tatsächlich viel das Reisen an sich. Also ich war viel in Zentralamerika unterwegs und da hatte ich dann auch meine ersten größeren Auftritte, ja, in der Queer-Szene vor allem. Also da habe ich auf einer Party gespielt, die heißt der Pervert MX. Das ist, glaube ich, die verrückteste Party in Mexiko. Also es ist Wahnsinn, 3000 verrückte Leute. Und genau da habe ich dann irgendwie aufgelegt auch.
ich weiß nicht, ich habe einfach zufällig jemanden beim Reisen kennengelernt, der da zufällig gearbeitet hat und dann hat der mich da zufällig hingebucht. Also das kam immer alles so ganz, ja, irgendwoher aus um die Ecke, sage ich mal. Und dort haben mich dann auch wiederum Leute aus Paris gesehen, die mich dann auch nach Paris auf vier Partys gebucht haben und so. Und so kam es dann alles eigentlich wirklich über Zufälle und verrückte Begegnungen, die teilweise wirklich an Orten waren, die einfach, ja, fernab von jeglicher Realität waren. Also irgendwo in den Bergen von Kalifornien oder irgendwo, genau. Aber hast du in der Zeit dann auch mitbekommen, was in Jena so abging? Oder war das für dich so weit weg, dass du in deiner Welt warst? Also der Bezug, du bist ja in Jena sozialisiert worden, auch immer verfolgt, was in der Zeit, wo du weg warst, passiert ist? Also hauptsächlich war ich hier in Jena unterwegs und habe auch hauptsächlich das Geschehen beobachtet zwischen 2005 und 2011. Aber tatsächlich habe ich natürlich dann mitbekommen, was sich hier entwickelt hat mit Biotop und verschiedenen neuen Kollektiven, die hier dann auch die Stadt verändert haben und ganz vielen neuen Leuten, die hierher gekommen sind. Und ja, wie die Clubkultur sich generell hier auch entwickelt hat. Also dann das Manga auf einmal geschlossen hat, was damals, als ich hier war, noch der wichtigste Laden gefühlt war für Minimal und generell auch House. Also da war ich auch viel. Und irgendwie die Muna nur noch seltener Veranstaltungen gemacht hat. Also man hat schon gemerkt, dass hier ein Wandel stattgefunden hat. Mehr studentisches Publikum, ich weiß auch nicht, die Leute sind weniger weggegangen oder älter geworden oder ich weiß auch nicht. Also ich habe das schon auch beobachtet, dass sich hier einiges auch, ja, verändert hat. Apropos Veränderung, also wir hatten es auch eben so von Helden beziehungsweise Einflüssen. Wainomi Brothers, großes Stichwort, sind wahrscheinlich die Lokalhelden hier schlechthin, die hier auch die berühmten Gay House Mittwoche bestritten haben im Casablanca. Übrigens auch nochmal Anekdote, die zwei haben sich ja wohl im KSS Records in Apolda, das ist ein Plattenladen gewesen, so Mitte der 90er, Anfang der 90er, getroffen und haben dort Platten ausgetauscht, beziehungsweise hieß es wohl, dass Gabor, also Robak Fromme, einen Plattenspieler hatte und Sören, der Platten gekauft hat, aber kein Plattenspieler. Und dementsprechend haben die sich dann immer zusammengesetzt und irgendwann mal dann auch zusammen irgendwann aufgelegt. Oh, Wainomi Brothers, für euch ein Einfluss? Vielleicht kann ich was dazu sagen. Also wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, wahrscheinlich der größte Einfluss in meinen ersten Jahren. Auch ein Hauptgrund, warum ich angefangen habe mit Auflegen, weil das einfach nur Spaß gemacht hat, den Jungs zuzuschauen und das mitzuerleben und dann einfach stundenlang vor denen zu feiern. Also ich denke an Jena, ich denke aber auch an Sonne, Mond und Sterne. Das war halt so das, vor deinem Tanzenzelt, wenn die gespielt haben. Das war halt immer so ein mega Highlight. Also für mich war das mega prägend in der Zeit. Und ich habe lustigerweise sogar auch noch von Gabor noch eine Platte mit. Na dann hau rein. Das war nicht abgesprochen. Kannst du auch dann was zu der Platte sagen? Das ist Robak Fromme mit Gabor VF. Weil du vorhin gefragt hast, ob solche Musik auch im Manga lief. Ja, definitiv. Also das war ein Lied, was ziemlich oft zum Beispiel dort lief, ja. Man merkt die Wirkung dieser Musik. Ja, Freude am Tanzen, gutes Strichwort, beziehungsweise Musik Krause war für Jena wahnsinnig stilprägend, als diese zwei Labels das Licht der Welt erblickt haben.
inklusive bei Nomi war das, die da auch mit involviert waren. Würdet ihr sagen, dass das für die Zeit wirklich der Sound auf Jena war? Sarah? Ich glaube, das kann man schon sagen tatsächlich, ja. Also die haben eigentlich immer gespielt. Irgendeiner von den Labels hat immer gespielt, gefühlt. Und ja, irgendwie ja, gab es ja auch nicht so viel anderes damals tatsächlich. Also man konnte sich das jetzt auch nicht unbedingt aussuchen als Konsumentin. Also man ist halt hingegangen und es hat das Krause-Duo gespielt oder Monkey Mafia oder Matthias Kaden. Also es waren irgendwie immer die gleichen am Ende. Oder? Also Krause-Duo war auch meine erste Party. Onkel Basti hat mich mitgenommen, Strand 22. Das war, also ist ja immer noch irgendwie präsent, irgendwie halt ja auch immer noch irgendwie nahe und ist auch irgendwie noch da. Ne? Bei dir, Felix? Ja, tatsächlich auch so, dass, was du jetzt gespielt hast, so, das so, diese war so der Krause-Sound auch, so dieses Klicker-Klacker-Mucke, so haben wir damals noch gesagt, also auch ganz stilprägend, also haben wir auch viel gehört, entweder dann auf den Partys, ich glaube, das Krause-Duo hat auch relativ früh mal auf einem Biotop bei uns gespielt, ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst, Trevi, du hast gerade so... Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, das war dann noch vor 2015. Ja, es war ein relativ frühes Biotop. Für uns war es natürlich auch wahnsinnig cool, weil, wie gesagt, das waren ja auch musikalisch auf alle Fälle immer ein großer Einfluss, auch wenn wir natürlich irgendwie versucht haben, uns auch gleichzeitig ein Stück zu säkularisieren so und ja, eher so diesen Berliner Tech-House mit nach Jena geholt haben, elektronisch aufgelegt haben so mit Timecodes, war halt alles irgendwie natürlich nicht ganz so gern gesehen hier, ne? Also die Musik war eigentlich ein bisschen seriöser, so das Auflegen war eigentlich ein bisschen seriöser und wir wollten natürlich nur mal eine geile Party machen. So, ne? Aber hat ja der Sache keinen Abbruch gebracht, denn ich weiß noch ganz genau, als die aufgelegt haben, wir waren das erste Mal auf einer relativ großen Wiese, die Leute waren super verteilt und es kam irgendwie nicht so eine Stimmung auf und auf einmal fing es halt mega an mit Pissen so. Und dann auf einmal sind alle Leute auf die Tanzfläche gekommen, weil wir eine riesige Plane hatten, die wir über die Leute drüber geworfen haben. Und dann haben die Leute selber die Plane gehalten über dem Krause-Duo und über sich mit noch so Stöckern. Und alle kamen auf einmal aus allen Ecken zusammengeströmt unter diese Plane drunter und es war eine gigantische Stimmung. Und Wende und Stefan waren eigentlich gerade fertig mit Spielen und sollten aufhören und haben sich geweigert aufzuhören und auflegen und hatten, glaube ich, sogar noch einen Gig danach so und wollten einfach nicht los, weil, wie gesagt, das war halt total crazy, was da auf einmal los war unter dieser Plane. Also deswegen auch Krause Duo natürlich immer auch sehr präsent gewesen in der Zeit. Da muss ich auch dazu erwähnen, das war auch immer besonders, wenn so Jena DJs ihre Charts abgegeben haben oder das war immer was anderes oder die waren in Berlin, was machen die, wie sehen die aus, was tragen die? Zum Beispiel diese Charts von Krause Duo bestanden dann aus so Essenszubereitungen, zum Beispiel Eibrötchen mit Senf vom Westbahnhof war dann Chart Nummer 8 oder 7, gefolgt von saure Gurken mit Tralala und das war schon nicht alltäglich, wenn man das dann abgegeben hat bei der Groove in irgendwelchen Charts und das hat auch, oder war in meiner Wahrnehmung immer so, ja die Jungs aus Jena, die sind immer besonders, so Metabo Man, dann in Kombination mit Carlsen als Krause Duo und dann aber auch die Wainomis, also beide für sich so völlig eigenständig, aber anders als der Rest. Sarah, hat man denn in Berlin Jena wahrgenommen, also als du dorthin gegangen bist und hat man vielleicht sogar die Platten von hier gespielt? Also als ich das erste Mal in Berlin war, auf alle Fälle, also in der Bar 25 haben ja auch immer mal Leute aus Jena aufgelegt, erinnere ich mich. Und genauso im Kater Blau, da gab es auch lange noch Freude am Tanzen Nächte und es gab auch viel im Watergate, glaube ich, von Freude am Tanzen, also definitiv. Jena ist auf jeden Fall in Berlin angekommen. Das hat jetzt tatsächlich ein bisschen abgenommen, aber damals auf alle Fälle, damals war Jena da auf jeden Fall sehr präsent, hatte ich das Gefühl doch. Also definitiv, als ich das erste Mal in der Bar 25 war, das war auch eine Freude am Tanzen Label Night. Da hat auch gerade Marek so seinen Höhepunkt. Mit Fabian Reichelt, genau. Das war schon sehr, sehr lustig, auf jeden Fall. Feel this, feel this, feel your left. Ja, habt ihr noch ein Track-Thema vielleicht, Sarah, den du dazu beisteuern könntest? Ja, ich kann meine letzte Produktion zeigen, die ist auch auf meinem absoluten Lieblingslabel rausgekommen, bei Permanent Vacation. Genau, der Track heißt Khadin.
Sehr, sehr gut. Schöner Übergang. Ja, ich wollte vielleicht noch kurz was Historisches einfügen. Und zwar, wie eingangs schon gesagt, es wurde alles ein bisschen diverser. Szenen haben sich aufgetan und dementsprechend gab es auch dann auf einmal mehrere Orte, wo die Leute gleichzeitig hingehen konnten. Das war was, was völlig Neues, weil wie in den 90ern schon so erwähnt, da gab es nicht wirklich viel. Und auf einmal sprudelten sozusagen die Clubs hier ein bisschen raus. Erwähnenswert das OGS, Obst, Gemüse, Süßkartoffel. Süßkartoffel. Speise. Ja, das war ein ehemaliger Gemüsegroßhandel der DDR in der Lübstädter Straße. Hatte mehrere Floors und im Keller unten lief dann auch vermehrt Techno und House. Und da haben sich wirklich sehr viele Leute über das war nicht lange offen, glaube ich, ein paar Jahre, aber das war wirklich so ein Hotspot. Dann ist Yuma Carson zu erwähnen. Das war eine Bar, die hier mitten in der Stadt war, unterhalb vom Uniturm, jetzt in der Neuen Mitte. Die wurde auch betrieben von Eberhard Striegel, was wir schon mal vorher erwähnt haben, vom EBI. Und dann gab es auch noch die Möwe. Genau, und da habe ich die Info vom Carlson extra laut Anfrage, weil es ist so ein Mysterium, wie lange gab es die Möwe? Fakt ist, sie war unweit, nicht ganz unweit von hier, und zwar im ehemaligen Kaleidosphärs e.V. in der Halle gegenüber vom Kassa, wenn man jetzt über die Schienen geht, was leider nicht mehr steht, das Gebäude. Das wurde von Schott abgerissen und im hinteren Trakt dieser Halle gab es noch ein Haus, da hatte Metabomann aka Wendelin sein Studio und da gab es einen Raum, den hat quasi der Carlson betrieben und da erinnere ich mich noch, es wurde gewürfelt, man zahlte nie denselben Eintritt, sondern der Würfel hat 6 Zahlen, 1 oder 6 Euro und ja, da haben sich auch immer so Mythen gerankt, Theo Parrish sollte einmal kommen, ist aber dann nie gekommen. Also ich habe den Flyer damals auch gesehen, den habe ich auch irgendwie noch als Datei, den werde ich glaube nie löschen, weil das ist so ein Ding, so wie er kommt, waren Umstände, die das dann nicht möglich gemacht haben. Ja, und dann auch zum Teil Connections aus Wainomi-Umfeld, Ona Öser, der dann auch Freude am Tanzen auch released hat, da weiß ich noch, hat er oben aufgelegt, verschiedene Kombos auch, Konzerte und das Besondere auch eine Skaterbahn direkt in der Toilette, die war so 4x4 Meter. Und genau, nochmal zurück, Möwe von 2004 bis 2007, meinte Carlson, offiziell versus inoffiziell. Ja, die Skaterbahn auf der Toilette, die ist schon legendär und auf dieser Skaterbahn haben sogar so Hardcore-Punk-Bands gespielt, währenddessen alle anderen auf Toilette gegangen sind. Also ja, das bringt mich aber dazu, dass solche Off-Locations dann irgendwie auch ein bisschen sich etabliert haben. Ich denke immer sehr gern an den Wintergarten. Kennt ihr den Wintergarten noch? Anekdoten daraus? Also der Wintergarten, um es euch vielleicht noch zu sagen, ist eine Off-Location gewesen in der Wagnergasse. Gegenüber vom Daheme, wurde von den Leuten, die das Daheme betreiben, initiiert. Das Haus sollte eigentlich, es stand leer, sollte umgebaut werden und bis zum eigentlichen Abriss hat man sozusagen dort noch schnell einen Mietvertrag gemacht. Und so sah das Haus aber auch immer noch aus innen drin. Also es war abrissmäßig, wurde eine Bar hingezimmert, aber es hatte wahnsinnigen Flair. Und dort haben regelmäßig DJs aufgelegt, wo sogar Tino, glaube ich, das Booking gemacht hat. Naja, nicht direkt, es hat dann jemanden gebraucht, der die Grafik macht über Social Media und ich habe dann halt immer nochmal eingeschaltet, okay, warte mal, wenn der auflegt, kann doch Smoking Joe oder Monkey Mafia, ach, du hast den Kontakt, okay, dann leier mal an. Und so sind dann halt auch so Namen dort eingepurzelt, unter anderem auch DJ Foch, der am Anfang erst gar nicht wollte, einer der ersten DJs in Jena, den wir vorhin kurz genannt haben und dann doch sein Gig im Wintergarten hatte und so einen zweiten Frühling erlebt hat dann dort. Ich habe auch noch eine Anekdote von dort. Verbindet auch viel, was wir hier besprochen haben schon. Luna City Express ist sicherlich ein Begriff, Norm Weber. Ich habe da selber mal dort gespielt und das war, also es gab auch immer mal so geschlossene Veranstaltungen, so geschlossene Gesellschaften dort. Und das war, glaube ich, ein 40. Geburtstag oder 50. Das war ein 40. Geburtstag von einer Bekannten. Die kannte mich noch aus den Manga-Zeiten. Und genau, ich habe dann
Habe ich vor oder nach Norm Weber gespielt? Also völlig egal, auf jeden Fall war es so die Crew, die dort gefeiert hat, das war auch so aus einem alten Manga-Umfeld. Ach, es war einfach super cool und super lustig, der Abend. Also war schon eine lustige Location auf jeden Fall. Ja, legendäre Nächte da drin. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass es sehr, sehr eng war auf jeden Fall und heutzutage 2021 wahrscheinlich undenkbar, in so einem Raum irgendwie zusammen Party zu machen. Und ich kann mich noch an die geilen, da war noch so ein Schacht irgendwie mit übelst großen Kakteen und irgendwie... Raucherraum? Der war super. Also das ist auf jeden Fall an sich schon ein Design-Highlight gewesen, das Ding. Felix, hast du das noch mitbekommen? Ja, ich glaube, wir haben auch mal eine Easy Tiger Party da gemacht. Ich habe auch ein, zwei Mal dort aufgelegt. Auch immer gern, weil es gab einen richtig geilen Gin Tonic. Super Gin Tonic Karte und das Essen aus dem Daheme, also wenn man da aufgelegt hat. Und tatsächlich, das war irgendwie das, da konnte man auch verkraften, dass es keine Gage gab, weil es gab richtig geilen Gin Tonic, es gab richtig lecker Essen. So, dann was wollte man mehr? Ne? Da wurde man immer richtig gut umsorgt. Du hast gerade ein gutes Stichwort gegeben, Easy Tiger. Das ist ja schon ein bisschen mehr. Das ist ein Projekt von dir, ein Label und eine ganze Art Welt, die du da auch aufgebaut hast. Also quasi, ich habe dich damit verbunden. Und kannst du kurz mal den Leuten erklären, was das alles umfasst? Weil ihr produziert auch Musik. Ja, also da gehören natürlich immer viel mehr Leute noch dazu als eine Person. Da kann man aber nicht viel reißen, sag ich mal. Du hast es vorhin gesagt, ne, Akkusfest, das ist irgendwie jetzt schon so lange her. Also als wir angefangen haben, hier die Partys Biotop zu veranstalten, haben Max und ich auch angefangen aufzulegen. Halt aus dem Gedanken heraus, wir wollten irgendwie die Mucke aus Berlin hier in Jena haben. Alle anderen waren sich zu fein dafür. Wir haben früher schon nur angefangen, auf BF-Partys und Abi-Partys aufzulegen, weil wir die einzigen Nerds waren, die wussten, wie man illegale Musik aus dem Internet lädt. So. Und ja, guck mal, machen wir das einfach weiter jetzt. Und dann fing das so an und damals haben wir so Tech House gespielt. Und dann ging das irgendwann auseinander, weil er immer härter wurde und ich immer softer. Und dann hat es nicht mehr so richtig gefunkt. Und dann war auch musikalisch irgendwie bei mir so ein Punkt, wo ich irgendwie auch auf die Mucke nicht mehr so richtig Bock hatte. Und dann bin ich irgendwann mal auf einer Silvesterparty in der Rummelsbucht das erste Mal irgendwie auf Downtempo gestoßen. Und habe das halt so wahrgenommen und es hat mich halt so mitgenommen, die Mucke, weil es irgendwie so einen ganz tollen Zauber hat, finde ich, weil es total im Kontrast steht zu diesem schnellen, harten Techno, der irgendwie von sich aus eine ganz krasse Energie natürlich mitbringt, die mitreißt und diese Musik halt irgendwie ja, so um die 100 BPM, das so durch die Geschwindigkeit nicht macht, aber wenn man halt das richtig einsetzt und da halt eine Geschichte mit erzählt, das halt nochmal auf eine andere Art und Weise schafft und dass auch gerade dann frühs gut funktioniert, so After Hour ab um 6, ab um 8, so. Hat mich auf alle Fälle total verzaubert und habe ich gedacht, okay, wieder so ein Ding, ne? Berlin, in Berlin mitbekommen, in Jena halt noch kein Hahn danach gekräht. Ich habe das so den ersten Leuten hier gezeigt, ich habe gesagt, boah, ist langweilig, Alter, also auf gar keinen Fall. Und die Partys in Jena waren eigentlich auch im Schnitt um 6 vorbei, das heißt, es gab eigentlich auch gar keine Möglichkeit, die Mucke zu machen. Und Dann hatten wir so ein Projekt zusammen mit Mauri, der hat gerade so eine Bar aufgemacht im alten Paradiesbahnhof-Gebäude und hatte mich gefragt, ob ich da Bock habe, irgendwie ein bisschen mich um die Musik zu kümmern. Und Paradise Birds, genau. Und da habe ich gesagt, ja, habe das so miteinander dann verbunden, habe gesagt, klar, gerne und machen wir so ein paar Downtempo-Geschichten irgendwie. Und das Lustige war halt, ich habe die erste Downtempo-Party dort geplant und poste die ins Netz und sehe schon, dass auf einmal eine Woche später eine Downtempo-Party im Wagner ist. Und ich dachte so, hä, wie kann das sein, ne? Dass jetzt auf einmal noch jemand eine Downtempo-Party macht, obwohl hier vorher niemand über die Mucke gesprochen hat. Und das war halt Moritz, also Schwalheim, mit dem ich ja zusammen auch als Lori Volt auflege. Und dann liefen die beiden Partys durch und danach mussten wir uns natürlich kennenlernen, um herauszufinden, wer genau gleichzeitig auf die Idee gekommen ist. Und genau, dann haben wir uns dazu entschlossen, das halt zusammen weiterzumachen. Und seine Veranstaltungsreihe hieß Slow Revolt und meine Easy Tiger. Und wir haben das dann eben halt so verknüpft, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine neue Crew-Label auf, das heißt dann Easy Tiger. Und wenn wir als Duo spielen, nennen wir uns Slow Revolt. So, und dann ging das so los. Und sein Mitbewohner Andi ist halt auch irgendwie Downtempo-Produzent, auch mittlerweile echt auf ziemlich vielen
oder eigentlich auf allen großen Downtempo-Labels schon Release-Sets gehabt. Also auch hier tatsächlich jetzt so in dieser Musiksparte schon ziemlich weit rumgekommen. Und ja, genau. Und ja, so hat sich das dann ergeben, dass wir dann mit diesem Teil gestartet haben. Und dann haben noch ein paar andere Leute gesagt, ey, jetzt auf einmal finden wir es doch gut. Und haben da mitgemacht. Und dann haben wir halt versucht, quasi proaktiv irgendwie Momente zu schaffen, wo diese Musik funktioniert. Weil es halt eben nicht so einfach ist. So, na, man muss da schon sich ein bisschen mehr so mit der Emotion auseinandersetzen, die auf einer Party stattfindet. Wollen wir einen Titel hören? Hast du einen mitgebracht? Ja, also ja, tatsächlich. Ich habe schon einen drin. Das ist jetzt Glimmer von Yalukin. Also der verbindet so ein bisschen tatsächlich die Biotopwelt mit der Easy Tiger Welt, weil Yalukin, also Nikolai, ist eigentlich ab der zweiten Party dabei gewesen. So. Also den haben wir kennengelernt im Wagner mal und dann war er gleich auf Feuer und Flamme. Seitdem Wegbegleiter, ein ganz wichtiger. Und genau, Glimmer ist jetzt quasi erschienen auf dem ersten Easy Tiger Release. Ja, Labels sind ist eigentlich auch ein schönes Stichwort, sind natürlich hier aus der elektronischen Musikszene auch hervorgegangen. Eins zum Beispiel ist Embassy Records, da gab es leider nur zwei Releases, hat so ein bisschen das Minimal dieser Zeit um die Nullerjahre aufgegriffen. Es wurde auch vom Ebi und Mule betrieben. Dann ja, Easy Tiger, was ganz Neues. Dann haben wir noch Yarn Records, die 2015 ins Leben gerufen wurde, Felix Krell und Matthias Lindner. Die haben sich auch so ein bisschen diesen Minimal verschworen. Und dann haben wir natürlich auch noch Solar One Music. Ein Elektro-Label wurde von Nico Jagilla und Robert Witschakowski gegründet, a.k.a. The Exotics. Und kleine Anekdote, auch Mitbegründer von Radio Elektronika. Und Remi hat eine Platte mitgebracht. Ja. Ja, tatsächlich, ja. Cool. Was bedeutet Solar One Music für dich? Na, also wenn man jetzt ich habe drüber nachgedacht, ich habe so meine Jena oder die Musikzeit jetzt einfach Revue passieren lassen und habe halt so an die Anfangszeiten gedacht, deswegen Vinobi Brothers und Robert Fume mitgebracht und noch so ein paar Sachen zwischendurch. Und dann habe ich halt auch überlegt, okay,
wir reden halt über die ganze Zeit, das heißt, wir reden auch über die Neuzeit. Und wenn ich an die jetzige Zeit denke und denke an Produzenten und produzierte Musik aus Jena, denke ich tatsächlich zuerst an Robert, an die Extraortex. Und deswegen, ich habe von einem guten Freund, vom Philipp, eine Platte bekommen. Diese Platte von Exaltix und Helena Hauf. Und Exaltix, auch um den Bogen zu spannen, hat auch mal auf einem Open Air von uns bei Carve Pnyx in Erfurt gespielt live. Das passt natürlich auch noch ganz gut. Naja, vielleicht, also die ist nicht nur akustisch richtig schön, machst du es bitte, Dankeschön, sondern auch optisch mega. Genau. Das zeichnet das Label übrigens aus. Die zwei Jungs versuchen sich immer was Neues auszudenken, ob es jetzt nur eine Color-Vinyl, eine Foto-Vinyl oder ganz besondere Verpackungen angeht. Also angefangen hat das Label ursprünglich mal mit CDR-Brennen, mit eigenen Covern, so im Internet bei eBay verkauft. Und das ist in der Szene, in der Elektroszene so stark eingeschlagen, dass sie mittlerweile zig Platten verkaufen, meistens solche besonderen Editionen, die es auch nur limitiert irgendwie auf, weiß nicht, 200, 300 Stück gibt. Da bist du jetzt einer der Glücklichen. Die so naja, die gab es jetzt hier 666 Mal. Ausnahmsweise. Ja, ja. Aber weil sie mit Helena Hauf zusammen ist. Ich denke mal auch, sonst wäre es wahrscheinlich nicht finanzierbar gewesen. Okay, leg ich los. Ja, sehr schön, Remi. Da kurz eine Anekdote von mir. Ich habe Robert damals noch als Robert Cutter auflegen sehen im Kassa mit DJ Mick zusammen. Und weil wir es vorhin hatten, die Vergangenheit mit Tarnet und dem harten Sound, waren die zwei, DJ Mick und Robert Cutter, quasi die, ja, ich habe sie wahrgenommen als eine der ersten, die diesen harten Detroit-Sound auch hier im Kassa gespielt haben. Das waren die Technologic-Nächte, so hießen die, glaube ich. Die waren dann immer freitags. Und für mich hat sich Robert Cutter genau mit der Exaltix auch so hin entwickelt, dass er die Musik immer noch sehr ernst nimmt und auch eine Kunstform drin sieht. Und auch, wenn man sieht, wie er dann mit seiner Maskierung spielt, also man sieht kaum reelle Bilder von ihm, er ist meistens getarnt, versteckt und hat eigentlich sehr viel Fame, so wie die Vainomis dann hatten, jetzt auch im Ausland, also viel so Benelux, Holland und ja, Frankreich, also auch viel ja, außerhalb. Russland vor allen Dingen. Russland, okay. Und aktuell, was so für mich der Ritterschlag ist, er hat vor 2 Wochen einen Remix gemacht für Martin Gore. Und das ist ein richtig dickes Ding auf Mute Records. Einer von 8, 9 Remixern. Und da musste ich dann kurz schmunzeln und sagen, alles klar, Jena ist mit auf dem Remix-Album von Martin Gore. Da kann ich dir auch noch was dazu erzählen. Ich habe vor fast einem Jahr den Remix schon mal gehört und noch einen anderen, wusste aber gar nicht, dass es von Robert ist, sondern der Micha, bei dem war ich mal, der hat mal gesagt, hör dir mal die 2 Lieder an und sag mal, welches dir besser gefällt. Okay. Und da habe ich das erste gehört und dachte, schon ganz geil, dann hat das zweite gespielt. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das erste ist cooler, das zweite hört sich irgendwie zu sehr nach Exaltix gerade an.
Aber das ist ja genau das. Also da kriegt es ja hin, einfach einen Sound zu haben, der eine Wiedererkennung hat. Ist ja bei großen Produzenten auch echt wichtig. Ja, kommen wir vielleicht noch zu ein paar anderen Orten, die wir gerne erwähnen würden. Ich sage nur Schneebrettbar und damit verbunden natürlich der Strand 22, den es ja heute auch noch gibt, glücklicherweise. Also die Schneebrettbar, der Carlos, der den Strand 22 betreibt, hat ursprünglich mal angefangen im Winter, weil irgendwie nicht so richtig draußen stattgefunden hat, auf dem Weihnachtsmarkt so eine kleine Location aufzubauen und dort DJs spielen zu lassen unter den Namen Schneebrettbar. Habt ihr da Erinnerungen dran? Natürlich. Also ich glaube, jeder und jeder kennt die Schneebrettbar. Und es ist, ja, es ist ein schöner Ort im Winter. Kann man immer hingehen. Ist immer irgendwie nett. Immer irgendjemand da, mit dem man sich unterhalten kann. Super. Ich weiß noch, ich hatte mir extra, wann war das denn letztes, wann ging Corona los? Vorletztes Jahr? Letztes Jahr im März. Letztes Jahr irgendwann. Ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, weil die Weihnachtsfeiertage so gut fielen, dass man mit wenig Urlaub viel frei hat, mir da ein paar Urlaubstage so zu bunkern, dass ich dann irgendwie schön, weil ich wohne direkt daneben, ne, jeden Tag da irgendwie rumhängen kann, tagsüber mich mit Glühwein zulaufen lassen kann. Das hatte ich mir extra noch meinen Urlaub aufgespart, so für ein paar Tage. ja, war dann natürlich sinnlos, ne? Ja. Das Besondere daran ist, es ist natürlich mitten in der Stadt und sonst hast du ja wirklich nicht elektronische Musik, die auch während dieser Zeit, in der Weihnachtszeit, in der Stadt gespielt werden. Strand 22 ist für mich auch so ein Hotspot, seitdem es das Teil gibt, da direkt an der Saale hier im Paradies. Ich wette, ihr wart alle bestimmt schon mal da. Hat einer von euch dort schon mal gespielt? Wahrscheinlich alle. Also ich habe da schon ein, zwei Mal aufgelegt. Also ich noch nicht, ich halte mich noch im Untergrund. Ich auch noch nicht. Ich habe, glaube ich, einmal dort gespielt, ja, einmal oder zwei, ich bin mir gerade nicht sicher. Also einmal geplant und einmal, glaube ich, ungeplant, ja. Ja, ich kann es gar nicht zählen, weil der Carlos bucht mich manchmal für den Sonntag, manchmal nicht, aber ganz auch für den Sonntag, wenn irgendwie keiner will, weil das dann so Vielfalt ist. Das ist dann nicht vier Viertel, das ist dann alles Mögliche, Jazz, Chill-Out, Ambient. Und das ist das Schöne, muss ich sagen, diese Freiheit, die man dann auch demjenigen gibt. Das ist nicht nur das, das ist auch das und das. Ja, und deswegen ja, hänge ich es auch nie so an die große Glocke, sondern das ist bei mir dann auch eher Understatement. Das weiß dann meistens keiner, Julian, wenn ich auflege. Doch, doch, doch. Das Internet, das kriegt es schon mit, auf jeden Fall. Ich will mal, was mir noch wichtig ist, Schneebrettbar, die Verlängerung jetzt hoch Johannesstraße Richtung Café Wagner. Da ist mir jetzt seit, kann man sagen, Julian, anderthalb Monaten, ein Laden aufgefallen, der immer mal besetzt wird, so eine Art Pop-Up-Store. Da gehen immer mal Leute rein, da war ein Fahrradladen drin. Leuchtturm, ich weiß nicht, andere Leute und jetzt aktuell seit, wie gesagt, einer geraumen Zeit, der Laden von Julian und auch seinen Aktivisten, da hängen auch wieder mehrere ran, namens Soyuz. Ja, was willst du wissen? Genau, sehr gut. Für mich stellt sich die Frage, Julian, was war für euch der ausschlaggebende Grund, genau das auch in Jena zu machen, weil wir haben uns mal unterhalten, da meintest du, Mensch, hier fehlt noch was und ihr wollt eine Kerbe besetzen. Naja, ich war jetzt irgendwie ein paar Jahre lang in der bayerischen Provinz, Kleinstadt, wie auch immer. Und ich habe das irgendwie so, immer als ich nach Hause gekommen bin, immer so ein bisschen sich dezimieren sehen. So was Sarah vorhin auch beschrieben hat, so dass irgendwie Clubs zumachen, dass irgendwie weniger Veranstaltungen stattfinden und so. Und gleichzeitig habe ich halt auch so ein bisschen dieses Großstädtische für mich entdeckt, so, also als ich dann in Leipzig war, in Dresden, Berlin und so, dachte mir, naja, warum soll das hier nicht funktionieren? Wir sind eine Stadt mit 20.000 jungen Leuten und lass doch irgendwie mal alles so ein bisschen zusammendenken. Und das ist nicht nur der Laden, sondern dieser Laden ist halt einfach nur ein Freiraum im Prinzip, den wir uns, weil wir halt Bock hatten, unser eigenes Ding zu machen, halt über dieses wirtschaftliche Hintertürchen, sag ich mal, erschlossen haben. Also aus Business-Sicht haben wir jetzt einfach ausprobiert, Simon hat einen Einzelunternehmer gemacht, ob das funktioniert.
um dann eben zu schauen, könnten wir das irgendwie auch größer spinnen, können wir das irgendwie weiterdenken. Und in der Zeit haben wir halt gezeigt, dass wir irgendwie da sind. Dann haben wir halt Open Decks gemacht, haben halt irgendwie eine Freestyle-Cypher gehabt, hatten jetzt ein paar Workshops, haben jetzt einen Stream, einen Twitch-Stream jeden Montag, mit heißt Am Montag Plus, in Kooperation mit Aroma Plus. Da Carlo Bonanza macht da die Moderation. Und so netzwerken wir da ganz viel. Und das ist im Prinzip auch der Grund, warum wir das erstmal hier gemacht haben, um da eine Anlaufstelle zu bieten. Dankeschön. Anlaufstelle zu bieten. Und jetzt bauen wir auf dem Ganzen auf und wollen daraus auch so ein Thüringen-Ding machen. Also wir wollen es gar nicht nur auf Jena beschränken, weil ich halt irgendwie der Auffassung bin, dass wir hier als Thüringen eigentlich gesamt gesehen eine große geile Stadt sind, halt mit ganz viel Garten dazwischen. Das ist wie, wenn man jetzt in Berlin rumfährt, kann man halt auch, also in der Zeit kann man halt auch von Jena irgendwie nach Erfurt fahren mit dem Zug. So, wir fahren nachher ins Kalif, weil nachher noch ein paar Kumpels auflegen und sind dann halt noch ein bisschen in Erfurt. Wollt ihr mitkommen? Und genau so, und das ist der Vibe irgendwie. Wir machen uns Massenmedien zunutze. Instagram wird jetzt hochgefahren, YouTube wird vielleicht hochgefahren. Und dann mal gucken, was so geht. Wir haben halt Bock alle, wir sind motiviert und es dreht sich jetzt nicht nur um dieses wirtschaftliche Ding, sondern wir machen daraus auch ein Kollektiv und jeder kann sich nach seinen Potenzialen irgendwie einbringen und kann über seinen Schatten springen und neuen geilen Scheiß einfach machen. So. Danke. Wollen wir Publikumsfragen zulassen? Gerne. Hat jemand eine Frage? Jetzt haben wir sogar Licht, um genau zu sehen, wer sich meldet. Vielleicht können wir noch ein bisschen Musik hören. Ich hab noch einen. Ja, ja, gerne. Ich habe auch noch gerne. Einen. Echt? Willst du zuerst oder soll ich zuerst? Komm, Felix. Mach mal, Julian, mach du jetzt zuerst. Also ich habe ein bisschen was Schnelleres mitgebracht aus meiner Zeit aus Bayern. Und die Jungs haben wir, also das SNC Records aus Ingolstadt, und die haben mir im Prinzip gezeigt, dass man in der größten Wüste irgendwas kreieren kann, wenn man einfach nur Bock hat. Und so sehe ich das eben auch. Zum Beispiel liegt uns ja Gera hier in der Nähe auch zu Füßen. Völlig abgeranzte Stadt mit der höchsten Abzugsquote Deutschlands. Irgendwann müssen wir da mit 200 Leuten einreiten und einen Milchhof besetzen oder so. Und genau, deswegen habe ich hier einfach mal mieses Geballer mitgebracht von der SNC 004. Breaks. Von Duty Freedom, ein Künstler aus Köln, der da sein Debüt gemacht hat. Und das haue ich jetzt mal rein, weil es einfach irgendwie crazy ist und wild und gleichzeitig ruhig irgendwie. Ja, und das ist im Prinzip das, was ich gerade so fühle. So, wenn ich merke, dass irgendwie Leute happy sind mit dem Scheiß, was, den wir machen. Und ich hoffe, dass es vorwärts geht. Und genau, wir schießen los. So. Hat, dieses Sample, was zwischendurch kam, hat mich immer irgendwie erinnert, wie als würde jemand sagen, Jena.
Ja, das oder? Gefühl hatte ich auch. Hat mich ein bisschen an Square Pusher oder FX Twin erinnert, ja. So aus den 90ern. Beefcake auch. Robak Fromme. Magst du noch einen? Ja, ja, warte. Und zwar dachte ich mir, wir reden ja heute viel über die Vergangenheit und die Gegenwart. Und dann bringe ich vielleicht einfach mal den noch was aus der Zukunft mit, und zwar den Downtempo Festival Track 2022. Jawohl. Noch unreleased von unserem Andi. Aber ist schon echt jetzt 2-3 Jahre hier bei uns in der Pipe. So, und es ist jedes Jahr wieder der Running Gag, dass wir sagen, ey, das wird der Festival dieses Jahres. Und dann kriegen wir es nicht hin, die Nummer rauszuhauen. So ist Who's That Girl Edit vom Tief Andreas. Ha? Wo willst du denn hin, Schnucki? Wo willst du denn hin? Ich denke schon, das wird festivaltauglich. Auf alle Fälle. Okay, nochmal eine Frage ans Publikum. Wollt ihr noch was loswerden? Gern an unsere Gäste, ansonsten auch im Chat? Ist nichts Wesentliches, also nur Unterstützung und auf geht's. Und ja, mit der Möwe vorn auch nochmal also den Hinweis. Also ich habe gehört, wir sollen drei Tracks sollten wir mitbringen, glaube ich. Deswegen würde ich noch einen zocken. Aber trotzdem. Stellt jetzt eure Fragen, also Sie sind nur einmal hier. Ja, gern. Also Biotop gibt es ja schon einige Jahre in Jena und es gab zu der Zeit, als Biotop sich gegründet hat, ja schon einige Kollektive in Jena, die alle nicht mehr existent sind. Was hat Biotop anders gemacht als andere Kollektive, dass sie jetzt immer noch existent sind? Kurz wiederholen für die Stream-Leute, also direkt eine Frage an Felix, glaube ich. Remi, was Biotopt anders machen, um noch existent zu sein, im Gegensatz zu Vorgängerkollektiven, die es in Jena gab? Grob zusammengefasst. Felix, möchtest du? Soll ich? Wollen wir zusammen? Na, wir können ja vielleicht beide so unseren... Also es ist ja eine sehr subjektive Wahrnehmung vielleicht. Meine Wahrnehmung ist, dass Biotop sehr lebendig ist, offen ist für Neues, sehr divers ist und sich nicht verschließt von neuen Leuten, neuen Einflüssen. Und ich glaube, nur so geht das bei so einem Kollektiv und auch in dieser Branche. Also Branche, hört sich jetzt an. Nee, also in dieser Szene, würde ich jetzt mal eher sagen. Ja, ich glaube, es ist immer relativ... einfach irgendwie von außen so erstmal konsistent zu wirken, und es ist dann die Schwierigkeit eher, das aufzubrechen und auch den Leuten außen zu zeigen, ey, wenn ihr Bock habt, so was zu machen, seid da an der richtigen Adresse, so meldet euch, macht mit. Also tatsächlich, ja, versuchen wir das, und gleichzeitig haben wir aber einfach auch eine Basis an Menschen, die halt nicht nur hierher gekommen sind zum Studieren und dann wieder weiterziehen, sondern die einfach auch hier ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben, die entweder aus der Gegend sind oder sich dazu entschieden haben, jetzt hier auch hier zu bleiben erstmal. Und je nachdem, wie sich das hier stadtpolitisch auch entwickelt, das dann vielleicht auch weiterzumachen hoffentlich.
Aber ja, gut, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Da müssen wir jetzt nochmal ein, zwei Stunden anfangen, darüber wahrscheinlich zu diskutieren. Aber ich glaube, es gibt natürlich auch ganz viele Rahmenbedingungen, von denen das auch in Zukunft abhängig sein wird, ob OpenAirs in dieser Größenordnung, wie wir das halt versuchen umzusetzen, überhaupt in Jena weiter stattfinden können. Weil das ist ja tatsächlich ein Kampf, den wir jetzt auch auf politischer Ebene seit 2-3 Jahren führen, um das überhaupt möglich zu machen. Weil wir waren schon oft an einem Punkt, wo wir gesagt haben, eigentlich geht es gar nicht so, weil es sind viel zu viele Leute, es ist eigentlich illegal so. Und wenn was passiert, so, da gibt es immer ein paar, die dann im Endeffekt irgendwie unter Umständen damit sich das Leben verrasseln. So. Und ja, deswegen sind wir auch immer auf Unterstützung angewiesen, so von allen Seiten, um auch zu zeigen, dass das hier für Leute wichtig ist und auch Bestandsschutz genießen sollte, dass auch diese Form von Kultur hier einen Schutz genießen sollte und ja, dass es halt nicht nur irgendwas ist, was halt laut ist und stört und verdrängt gehört, sondern eigentlich eher einen Platz bekommen sollte, so in Jena in der Gesellschaft. Und genau, ich glaube, da müssen wir alle auch in Zukunft immer mehr irgendwie für einstehen, so, weil die Räume, die es damals gab, so, die gibt es nicht mehr. So, und alles, was es jetzt halt gibt, so, ist halt hart erkämpft und muss hart umkämpft werden. Und es ist, glaube ich, einfach nicht mehr so, dass man einfach irgendwo hier in Jena hingehen kann und dann hat man eine Location und hat einen Open-Air-Platz und das funktioniert. Also. Lieber André, ich gebe die Frage gerne mal zurück. Was glaubst du denn, woran es liegt, dass es unseren schönen Verein noch gibt? Benni oder Stü, ihr könnt auch gerne antworten. Macht sich schwer, weil im Stream hört man ihn leider nicht. Ja. Sag's kurz. Sag's kurz, ich wiederhole es dann gerne. Ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, dass wir uns als Biotop abgrenzen von anderen Leuten, indem wir mehr geben, obwohl wir es nicht müssen. Also mehr geben als müssen, ist das Stichwort. Ja, ich glaube, es ist so der Hauptgrund, warum wir so sind. Mit Herzblut dabei. Immer ein bisschen mehr als die anderen. Noch eine Frage? Ja, gerne. Ach, schon vorbei. Im Chat? Nein? Dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr hier dabei seid und wart bei 30 Jahre Haus und Techno in Jena. Wir wissen, das ist ein wahnsinnig großes Feld und wir haben bestimmt auch nur die Oberfläche angekratzt und wir möchten uns jetzt schon entschuldigen bei vielen da draußen, die wir nicht genannt haben, Orte vielleicht auch gar nicht übergangen haben, die wir gar nicht kennen oder auch gar nicht auf der Pipeline hatten. Seht es uns nach, es war nicht mit Absicht, ihr seid auf jeden Fall ein großer Teil davon gewesen und seid es immer noch. Tino, hast du noch was dazu zu sagen? Ich fand Felix seine Schlussworte exemplarisch, genau für das, was jetzt auch dann irgendwann entstehen wird, diese Herausforderung. Jena verändert sich, die Orte verändern sich und wir müssen einfach da dranbleiben, also für die Sache kämpfen. Und da bin ich ja sehr sicher, dass es weitergeht, weil man kennt es auch im Freundeskreis, die einen gehen oder ziehen auch weg, die anderen bleiben hier. Ich bin die ganze Zeit schon hier geblieben und lerne dadurch auch immer wieder neue Leute kennen. Und wenn man älter wird, sieht man dann immer, wie viel Spirit und Energie eigentlich hier noch in der Stadt ist. Und das baut mich immer wieder jedes Mal auf gegen alles, was halt neu modernisiert wird oder Veränderungen gehören dazu, klar. Aber genau diese Orte, diese Refugien, die auch Felix ansprach, das zu sichern und das für einen zu behalten, das finde ich stark und auf jeden Fall erhaltenswert. Julian, hast du vielleicht noch einen Rausschmeißer für uns? Ja, definitiv. Den habe ich vor 2 Tagen irgendwie am Strand rausgesucht. Habe ich mir mal gegönnt. Und oh, der hat so schön gewummert, irgendwie, den musste ich mitbringen. Und ich finde, wir sollten nicht nur erhalten, sondern wir sollten auch erschließen, im Übrigen.
Okay, das war 30 Jahre Haus und Techno in Jena. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt, auch die Leute an den Streams. Techno. Danke, Tino, dass wir dabei sein durften. Rave Strikes Backs. Check das Techno auf Thüringen. Genau, check Techno das auf jeden Thüringen. Fall. Checkt aus, Techno Thüringen. Die Veranstaltungsreihe, die Tino auch hier macht im Casablanca, super Line-Up, auch jedes Jahr immer, glaube ich, der 2. Oktober ist es dann. Ja, das letzte Mal war vor 2 Jahren. Ich hoffe, nächstes Jahr klappt. 2.10. laut Thomas Sperling ist safe. Es wird gearbeitet, mal gucken. Also, ja, in einem Jahr an dieser Stelle. Und ansonsten checkt auf jeden Fall die Festivals aus, die hier illegal oder legal stattfinden. Ihr werdet es schon finden. Danke an euch. Danke.